Achso. Ah. Ja, ich musste leider heute eine neue Methode raussuchen, um zu testen, wie ich auf meinem PC auf einen Zweitrechner zugreifen kann. Mhm. Deswegen bin ich auch ein bisschen später dran, aber ich bin jetzt auch gestartet. Sehr gut. Und dann kann ich den gemeinsamen Chat starten. Ja. Wunderbar. Den Multi noch anpinnen. So, dann gehe ich jetzt mal hier in die Szene rein, aktiviere die beiden Sachen, damit man uns auch hören kann und guten Tag. Hello, hello, hello. Willkommen. Ach, ich habe immer noch nicht das Problem gefixt, dass ich die Alerts nicht höre. Oh Gott. Weil ich nicht weiß, auf welche Audiospur die abgespielt werden. Ja, dann musst du da mal was machen. Mhm. Ich hatte gestern, also der Kollege hatte doch keine Zeit, aber ich habe dann einfach die Chance genutzt und ein bisschen experimentiert. Und ich muss dir gleich was zeigen. Ich habe so eine grobe Idee zusammengedengelt. Das ist gut. Wow. Oh. Spiel bitte. Der Server ist nicht offline. Ich lieb's. Ich lieb's total. Jedes Mal. Oh. Oh, man kann mein Gebilde von der Base aus sehen. Hups. Sieht aus, als ob ein Kran in der Ferne steht. Das ist schon mal lustig. Hast du schon auf Beitreten geklickt? Ja. Aber ich klicke gerne nochmal drauf. Soll ich den Server einmal neu starten? Nee, das lädt gleich. Okay. Hopefully. Ah, ja, jetzt. Oh, super. Oh, es ist so kalt. Ja, ich habe heute das erste Mal Heizung an. Nee, ich mach die Heizung hier nicht an. Egal wie kalt es wird. Es können Minusgrade sein, die Heizung wird nicht angemacht. Außer auf Frostschutz. Das ist schlecht. Moment. Die Heizung ist hinter dem Sessel. Also hinter dem Sessel. Oh, das ist schlecht. Und dann müsste ich jedes Mal diesen Kacksessel wegschieben, wenn ich die Heizung anmache. Und da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Ja. Schade. Geh mal ein Stück zurück. Ich dachte, es funktioniert nicht. Also geh mal in die Tube rein. Das sollte eigentlich mit dir passieren. Wenn du dich einloggst. Es hat aber nicht geklappt, so ein Kack. Schade. Ja, aber dann kannst du ja mal mitkommen und dir... Nee, ich bin ja jetzt mit Bouncen beschäftigt. Nix kann ich. Also, du musst dich jetzt Richtung Wasser so ein bisschen halten, aber nach Osten, Nordosten fliegen. Wie ohne Seife waschen, rechts. Also da Richtung Abomination. Ab was?
Ja, du bist jetzt nach Südosten geflogen. Guck mal nach links. Ja, weiter nach links. Noch weiter. Oh. Ja, das ist egal. Du kannst da unten am Strand landen. Oder auch nicht. Ja. Hat mir nicht wehgetan. Okay. Jetzt musst du das andere Teil wieder auswählen, den Hover-Rucksack. Das war meine Idee. Die ist aber noch nicht so ganz fertig. Der Mittelteil muss komplett neu gemacht werden. Mhm. Aber ich habe es jetzt einfach erstmal nur gebaut, damit man ungefähr sieht, was ich mir gedacht habe. Ach, das sind diese Atom hier. Das sind die Reaktoren. Atomkraftwerke, genau. Ja, okay. Mhm. Au. Mhm, Ach stimmt, das kann man dann auf mehreren Ebenen machen. Ja, das macht Sinn. Genau, und wenn du jetzt unten drunter guckst, so dachte ich mir das Untergebilde. Eine Sekunde, ich sinke. Langsam. Ja, oh ja. So, und das wird dann kreisrum platziert. Das Problem ist nur, ich habe in der Mitte ein wenig zu sehr rumgefuscht hier oben. Mhm. Das heißt, ich muss von diesen Nubbels aus, die jetzt hier außen sind, nochmal alle Platten nach innen legen. Mhm. Das geht aber schnell. Na dann. Hallo Lost View. Hallo Lost View. Ja, aber das dachte ich mir so. Und außen dann dieselbe Gestaltung ungefähr. Ja. Ja, und ich habe schon mal alles markiert, wo ein Atomkraftwerk hinkommt. Deswegen sieht das aus, als ob hier Uhrzeiten angezeigt werden. Jeder dieser äußeren Nüppels kommt ein oder zwei Atomkraftwerke hin. Ah, ja. Bei dem kurzen kommt ein Atomkraftwerk hin, bei dem langen kommt zwei hin. That's what she said. Ja. Ja. Und ich dachte, die Idee eigentlich so, wenn man so in die Mitte reinfliegt. Wo bist du? Ah. Wenn du Shift gedrückt hältst, kannst du übrigens schneller fliegen, ne? Weiß ich doch. Okay, gut. Ja. Und wenn du Doppel C drückst, stürzt du ab. Ja, das wusste ich nicht, das ist gut zu wissen. Okay. Ja, aber ich dachte so zwei grüne Kreise und das ist dann so die Unterbrechung zwischen den zwei Atomkraftwerken. Ja. Das müsste ungefähr hinkommen, dass pro Ebene 20 Stück sind. Mhm. Und in die letzte Ebene kommen 8. Und in ganz oben drauf kommen dann nochmal 2. Ja. Dann hätten wir 50 Stück. Voll gut. Oder wir machen. Ja, dann kann man ja dann quasi den gleichen Turm nochmal bauen. Wenn es nicht genug sein sollte. Aber wir müssen halt auch genug Brennstoffzeugsbums herstellen. Ja, genau. Man könnte die aber auch einfach übertakten. Das würde ich dann eher sehen. Ja. Ja, und dann mittig, hier wo die Plattform hier in der Mitte ist, das ist wirklich der Mittelpunkt. Hier würde ich dann etwas tiefer... Oh, oh. Ach so, ich bin auf deinem Kopf, deswegen. Ja. Ja. Etwas tiefer, dann die Landeplattform für die Drohnen setzen. Ja. Und den Zug würde hier einen Kreisverkehr drumherum fahren lassen. Ja. Wo dann zum Beispiel ein Bahnhof erstmal angeschlossen wird. Mhm. Einfach random. Und ganz unten drunter ist so viel Platz, dass Wasserpumpen gesetzt werden können. Ja. Und dann wollte ich... Oh Gott, es ist zu... Das passt aber auch wie Arsch auf Eimer, oder? Ja, ich habe mit der Wasserpumpe angefangen und dann nach und nach oben gebaut. Ah, ich verstehe, okay. Oh, zu wenig Strom. Oh. Alarm. So, und du siehst ja zwischen diesen zwei Nippeln
den einen großen und den einen kleinen, sind ja drei Fächer oder drei Plattformen. Ja. An die mittlere kommt einen großen Pfosten ran, sag ich jetzt mal. Ja. Der als Stützpfeiler nach unten geht. Da okay. Weiß ich aber noch nicht wie. Und in die Mitte dieses Stützpfeilers werden dann die Wasserrohre nach oben geleitet. Ach so, okay. Genau, dann ist das zum einen versteckt, sieht bestimmt ganz cool aus. Und hier unten soll alles frei sein, bis auf die Plattform für die Brennstäbe. Mhm. Das heißt, die Drohne kommt von oben runtergeflogen, landet auf der Plattform und von da aus, das soll dann so aussehen, als ob das eingehängt wäre. Mhm. Kommt das dann? Das hat auch was. Ja. Aber wir müssen 50 Wasserleitungen nach oben bringen, ne? Ja, das war auch nur, ist mir nur gerade so spontan gekommen, die Idee. Ja, aber das ist eigentlich ganz cool. Wir machen dann machen wir runde Fundamente oder viereckige? Wo? Also, wenn jetzt hier der Fuß runterkommt. Ja. Ich wollte das einmal so leicht anschrägen, dass der Fuß ein bisschen vorsteht und dann gerade nach unten. Mhm. Und dann wie bei einer, wie bei Windrädern im Meer. Die haben ja auch so Sockel, sag ich jetzt mal. Mhm. Also meinst du so quasi anschrägen und dann das Ding da drauf stellen? Ja, genau, nur dass wir das Ganze hier hinten machen. Ja, ja. Ja, ich wollte gerade nur mal gucken. Ja, weil die Idee war dann. Moment, funktioniert das? Ja. So, jetzt können wir hier hochfliegen. Weil hier guckt ja das Atomkraftwerk raus. Ja. So ein bisschen zumindest, damit das auch von außen cool aussieht. Und dann wollte ich, von dem Pfosten heraus kommen ja die Wasserlinien oder Wasserleitungen. Mhm. Ja. Und dass die dann irgendwie entweder als schmaleres Ding nach oben fahren. Nein. An dem Pfosten lang, sag ich jetzt mal. Oder ob man sagt, okay, hey, komm, wir lassen das Wasser oder die Rohre freiliegend. You know what I mean? Ja. Weil ich würde dann pro Pfosten irgendwie 4 oder 5 Wasserlinien nach oben fahren lassen. Und das sieht dann ja irgendwie. Okay, vielleicht nur 4. Oder man setzt hier dazwischen noch was. Flieg, kleiner Vogel, flieg! Ich komme nicht mehr hoch. Was man natürlich machen könnte, ist, dass man das nicht da hochführt, sondern wenn du sagst 4, dann würde das relativ genau hinkommen. Obwohl, nee, dann passt das wieder nicht mit hier drüben. Dann ist das wieder zu sehr in dem Atomkraftwerk drin, glaube ich. Naja, die eine Idee war ja auch noch, warte. Wieso gehst du denn jetzt nicht?
Geht das mit den Dingern überhaupt? Ja, das wollte ich gerade testen. Und sonst setzt man halt anscheinend nicht. Ich weiß, wieso das nicht funktioniert mit dem Aufladen. Wenn das nicht verbunden ist, kann das nicht funktionieren. Doch, das ist verbunden gewesen. Nein. Oh, dann hat das irgendjemand gelöscht. Und kann sein, dass ich das eben war, als ich was weggemacht habe. Ja, dann aber... irgendwie so. Und dann... würde ich die dann hochfahren lassen. Zwar jetzt nicht hier drauf, das ist nur als Beispiel. Mhm. Das soll dann ja an der Außenwand hochfahren. Und dann hier drauf die Röhren irgendwie. So als Deko-Element. Dass sie immer automatisch aneinander snappen müssen, ne? Ja. Und dann so nach oben. Zwar jetzt nicht so wie es jetzt, ne? Aber ich glaube, du kriegst den Gedanken dahinter. Ja. Das Einzige ist halt, wow, so, ich glaube, ich würde jetzt erstmal die Brennstofffabrik fertig bauen. Mhm. Und, dann könnte man ja... Willst du dann, warte. Jetzt muss ich eben gucken, dass ich das hinkriege. Shoot. Mach das doch bitte nach da. Nee, nach, nein. Na. Willst du dann hier gerade runtergehen oder willst du dann weiter so schräg runtergehen? Ich würde nicht zu weit nach außen gehen. Ich würde einfach mal, ja. Ich würde tatsächlich gerade runtergehen. Warte, ich brauche mal hier mal noch eben so. Dann. Spiel, bitte. Bitte. Ich flehe dich an, innigst. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wenn man jetzt sagt... So. Ah, shoot. Ja. Warte. So. Dass du dann, quasi so hier runter gehst. Na, komm. Was ist denn jetzt dein Problemspiel? Hm?
Dann kann man nämlich auch bei dem Ding hier hinten in der Mitte... Warte mal, lass mich mal was ausprobieren. Wenn ich jetzt hier und dann hier so dran, ich dann eine Betonsäule nehme, richtet die sich... Die richtet sich... Doch, die richtet sich auch aus. Ja, die richtet sich auch aus. Dass man hier unten hier und gucken, dass ich nicht zu hoch gehe. 2, 3. Entweder man macht 4 kleine oder man macht halt eine große in die Mitte. Mhm. Ich glaube, die 4 kleinen, die sehen schon fast zu mickrig aus, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, die kleinen, die finde ich so, sieht so mini-mi aus. Oder was denkst du? Ich versuche gerade noch was anderes. Ach, die Kacke funktioniert nicht. Da weiß ich halt noch nicht, ob man nicht hier unten sagt, okay, wenn das jetzt ordentlich wäre, dass man hier so ein, Fundament bauen würde. Mhm. Gut, da kann man vielleicht auch ganz gut mit den, mit den Schrägen dann arbeiten, ne? Ja, genau. Mit den schrägen Wänden. Ja, man müsste das Fundament halt nur vielleicht ordentlicher machen. Mhm. Ah, das ist nur gerade Ideensammlung. So, und dann irgendwie noch ein oder sogar 2 nach oben, so. Und dann würde ich diese Metallstruktur daraus entstehen lassen mit den kleinen Pfosten dann in der Mitte. Dass man das Dicke hier unten quasi als Fundament hat, als Wasserverankerung, meinst du, ne? Ja, genau. Sowas in der Art. Und dann entweder setzt man hier dann ein Dach ran. Mhm. Oder halt diese Wände, die sind ein bisschen flacher. Warte, können wir nicht theoretisch das auch, auch mal eben hier... Nein. Ich baue mich mal eben noch hier drüben, dann habe ich ein bisschen Platz. So, Fundamente. Oh ja. Ja, hier mit den Teilen ist nur folgendes Problem. Mit den Fundamenten, die du da gerade hattest. Die sind nur so mini. Ich hab dich nicht gesetzt. Ich wollte dich gerne wegmachen, bitte. Ja gut, das passt wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich zu klein, ne? Ja. Dass man dann... Ja, das ist zu klein. Ja, und vor aber allem... wie sieht's denn aus, wenn man...
So, wenn ich jetzt noch das Richtige auswähle. Jetzt in die Mitte noch. Also das ist natürlich dann alles aus Beton. Dass man das so macht, dass man das als Fuß nimmt. Ja. So, und da kann man ja dann... das quasi hochziehen. Mhm. Gibt es eine Möglichkeit, die Treibstoffart für den für das Jetpack auszuwählen, der verbraucht ja. bei mir... Okay, beantworte du, ich weiß es nämlich nicht. Du gehst, wenn du das Jetpack ausgewählt hast, kannst du hier im Tab-Menü auf das Zahnrad von deinem Jetpack gehen und die bevorzugte Treibstoffart auswählen. Okay. So, wenn ich jetzt hier erstmal... No. Das so in der Art zu machen, das fände ich eigentlich ganz geil. Und dann kann man nämlich vielleicht auch... Moment, lass mich was ausprobieren. Logistik. Job. Ich muss die Bodenhaltung nehmen, richtig? Hm. Eins, zwei, drei. Okay, das geht nicht so gut. So, wenn jetzt hier noch... Dann kann man das nämlich ganz gut vielleicht... Eins, zwei... Drei, vier... So, und dann... Spiel, Spiel bitte. Spiel, Spiel! Ne? Schön, dass das mit dem Hologramm-Modus auch mit den Röhren funktioniert. Mm, ja. Sarkasmus? Nein, nein, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Das fände ich ganz geil tatsächlich. Ja. So. Oder man sagt halt, dass man hier nicht diese Schräge drin haben möchte, sondern... Ja, das mit der Werbung ist echt kacke. Dass man da so die Schräge reinmacht, wenn man das nicht so gebogen haben möchte. Ja, da würde ich dann aber eher wahrscheinlich... So ja. Gehen. Ja, die Schräge ein bisschen kleiner machen, ne? Ja, ja. Ja. Und, da könnte man nämlich diesen Bereich hier... Für die Pumpen nutzen. Ja, und mit Steuerung gedrückt halten sind sie sogar noch alle in derselben Höhe. So. Da kommen wir nur an ein Problem. Vielleicht.
Warte mal eben. So. Wie sagt man, Schwiegervater ist es nicht, aber passt. Eins, irgendwann mal. Gibt keine Probleme, gibt nur Lösungen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vielleicht machen wir davon 8, einen Bauplan. Ja, ja. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, 16. 50 durch 16 sind 3,125. War ja klar. Ne, 3,125. Das ist super. Okay, dann ist das was Gutes. Schätze. Ja. Ja, das bedeutet eigentlich nur, ein paar Röhren sind umsonst, aber der Großteil nicht. Das ist gut. Das heißt, ja. Hier ein zu hoch. So, und ich bin von der dritten Säule runtergegangen. Von der dritten Plattform. Mittleres Stück. 1, 2, 3. Und dann genau in die Mitte von den Rundungen rein. Hast du die kleinen Metallsäulen genommen, ne? Ja, genau, die habe ich einfach nur oben dran und dann komplett in den Boden reingerammt. Nach unten durch. Ach so, ja. Weil hier oben war ich mir noch nicht sicher. Ja, nee. So, dann machen wir das einmal auf die Seite hier. Logistik. Dann habe ich hier unten. So, Fundamente. Also zwischendurch ist auch dieser Kack-Bauplan. Echt kacke. Mhm. Wir nehmen auch die glatten Leitungen, ne? Hä? Die glatten. Achso, Moment, MK1 oder MK3? Wir nehmen MK2. Und bei der Farbe müssen wir uns noch abstimmen, weil sonst wird die unterschiedlich. Achso, nee, meine Farbe ist die, die du auch eingegeben hast. Ich habe da gar nichts geändert. Das ist deine Voreinstellung quasi, die ich benutze. Die war bei mir automatisch drin. Nice. Spiel.
Was hast du denn jetzt hier getan? Wo? Hier in der Mitte. Ja, da war ich mir noch nicht sicher. Ah, okay. Ob das nicht geiler aussieht, weil das verankerter Beton ist. Und dann geht man von hier aus dann weiter in die Stütze rein. Da I'm not ganz sure. Mhm. Ah, es gibt die Außenecken auch in 4 Meter, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Wow. Mir ist so kalt. Oh, ich bin zu geizig, die Heizung anzumachen. Nee, das sieht kacke aus, oder? Warte. Das Problem ist, dass es gerade Nacht ist. Ja. Okay, das sieht besser aus. Okay, der hat nicht richtig gegriffen, okay. Was sieht besser aus? Die Seite hier. Ach so. Ja. So, dann gehen die hier quasi gerade runter. Ach komm schon, du willst mich verarschen. Ja. Ach ja, und ich hatte noch eine ganz schlimme Eingebung. Hau raus. Wir brauchen noch eine Fabrik für Computer. Supercomputer. Funkeinrichtung, Funksteuereinrichtung und. Ja, ich würde diese Plattform hier als Ende der Bodenverankerung nehmen, oder? Hm. Ja. Was, oh ja? Ja, ich finde die Säule gut. Das macht auch hier einen guten Abschluss. Ja, es ist nicht perfekt. Oh ja, sehe ich. Also ganz perfekt hingesnappt kriege ich es nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt hingekriegt habe. Es war total kacke, du musst die kleine Säule nehmen. Habe ich. Ach ja, die steht nur so weit vor. Ja, das ist viel Spaß beim Platzieren, das war ganz grauenhaft gerade. Mhm. Warum kann ich die jetzt nicht präzise platzieren, bitte?
Wow. Das hat doch bei der anderen eben auch geklappt. Ist das kacke. Okay, ich habe eine Idee. Oh, der Hund hat einen Fall. Oh! Boah, leck mich am Arsch, hat hier ein. Boah. Oh, schnell wegschnüffeln, damit er nicht mehr so riecht. Man könnte es natürlich auch so machen. Das hat tatsächlich was, vor allem hier der Abschluss unten, ne? Ja, finde ich nämlich auch. Ja, das sieht besser aus. So, und dann bin ich einfach nur hier oben drauf gegangen. Ja. Das schaut gut aus. So. Und dann würde ich außen am Pfosten noch Strom links und rechts hochführen. Ja. Ja, wir brauchen ja sowieso Strom bei den Pumpwerken. Genau, deswegen. Und ich habe noch eine andere Idee. Nee, Organisation. Wann schalten wir die MK3-Dinger frei? Die gibt MK3-Baupläne? Achso, Baupläne. Ja. Hallo, Rotfoxy. Viel, viel später. Ach, schade. Das wäre jetzt zu schön, weil die sind auch ein bisschen höher noch, ne? Dann hätte man nämlich fast die ganze Säule schon da drin umsetzen können. Ja. Soll ich den Bums mal wieder wegreißen, den wir hier hinten veranstaltet haben? Ja, kannst du machen. Das finde ich halt das Geile, wenn man dann anfängt, zusammen Ideen zu entwickeln. Ja, definitiv. Deswegen, das Problem an folgender Sache ist, ich habe an diesem Kackteil hier gestern 3 Stunden gesessen. Mhm. Und habe wirklich einfach nur experimentiert. Ich glaube, das wäre so todeslangweilig geworden. Oh, das kenne ich. Das habe ich ja bei meiner Fabrik da hinten auch gemacht, bei meiner Stromproduktion. Da habe ich auch Ewigkeiten einfach nur rumexperimentiert. Schnell wieder hier in Richtung Strom fliegen. Nicht, dass wir gleich abstürzen. Habe ich hier jetzt eins zu viel? Ja. Oh, das musst du unbedingt wieder setzen. Genau. Weil das Schlimme an der ganzen Sache ist, ich muss eigentlich... War ich nicht. Nee, aber eigentlich müsste ich alles ab dieser Linie, die ich gerade gelöscht habe, in die Richtung wieder löschen. Also ich müsste hier einmal einen kompletten Kreis machen und alles, was innen drin ist, löschen. Damit ich mit Sub wieder in die Richtung gehen kann. Mhm. Weil, wie du feststellst, wenn ich mit Sub genau 9 Felder nach hier gehe, mhm, habe ich einen perfekten runden Kreis in der Mitte. Mhm. Und dann sind da keine Plattformen, die irgendwie komisch sitzen oder, sondern kriege ich eine perfekte runde Fläche hin. Ja, hat das einen Grund, warum... Hey, Moment, sollten da nicht immer nur 3 Plattformen zwischen sein und nicht 4? Ach so, ja, weil, ja, Stinkefinger. Ja, nee, alles gut. Ja. So, dann speichere ich das Ding hier unten mal als Bauplan ab, ja? Ja, Oder wollen wir noch dran rumbasteln?
Das wäre jetzt nämlich, ich würde die hier einmal löschen. Und die andere Frage ist, willst du noch Beleuchtung anbringen? Oh ja, warte, ich habe eine Idee. Jetzt muss ich nur gucken. Ja, das geht leider nicht über Kopf, das dachte ich mir auch schon. Oder warte mal. Oh, da habe ich gerade was gesehen. Und das geht nicht über Kopf, ne? Dass sich das umdreht quasi, dass es so nach oben strahlt. Mhm. Nee, ich glaube nicht. Warte. Vielleicht. Okay, da will er gar nicht rein. Hallo, Sammelstück. Dann musst du hier aber auch hochgehen mit Strom, ne? Weil, wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier hinten ja der Stromanschluss. Ja, ich wollte vorher einmal gucken, wie das aussieht. Die Dame mit den Rohren ist da. Was soll das denn jetzt heißen? Was hast du wieder für Geschichten von mir erzählt? Alles, was er gesagt hat, ist eine wahre Lüge. Also eine... Genau. Eine was? Nichts. Da ging es um... wir haben 23 Kilometer Rohre gelegt und festgestellt, dass man das auch anders machen kann. Ah, okay. Ah, ja. Ja, mit den Farben, ne? Mhm. Ja, ich... Mhm. Hi, ich bin die mit den Rohren. So, und jetzt kann ich hier keine fucking Stromverbindung setzen, weil das außerhalb der... Okay, warte mal. Ich will wissen, wie der Kack aussieht. Atomsäule. Atomsäule. Oh Gott. Ja, wir müssen auf jeden Fall eine... Oh, nice. Man kann es direkt hier an den Weg anbringen und es sieht sogar noch gut aus. Wenn du mal gucken magst. Oh ja. So, ich wollte jetzt zumindest einmal gucken, wie die Beleuchtung... Ob da überhaupt was passiert ist oder ob es einfach nur... Also, zwei Dinge sind aufgefallen. Es fällt gar nicht auf. Scheint da überhaupt Licht? Ja. Okay, das können wir ignorieren. Steppt er jetzt so komisch da drin? Hat er auf der anderen Seite auch nicht gemacht. Was ist sein Problem? Hä? Weißt du nicht.
Sonst musst du mit Haar. Und mit Steuerung kannst du kleinere Schritte gehen. Ja, aber entweder ist er daneben oder fast ganz da drin versenkt, aber ich weiß nicht wieso. Dann dreh einmal. Wenn das jetzt die Lösung des Problems ist, dann... Nein. Aber hier ist das doch auch halb versenkt. Ja, ich weiß, aber ich krieg's nicht hin. Was wird das? Meinst du das gesamte Ding hier oder nur das, was wir jetzt gerade machen mit den Schildern? Das ist immer... Es ist doch weiter drin versenkt, oder? Das gesamte, das wird ein Stützpfeiler für unser AKW hinterher. Das kann sein, dass ich mit den Pfosten hier... Ja. Aber es hat doch auch den gleichen Abstand vom Rand her. Nee. Doch. Das hat exakt den gleichen Abstand. Oder ist das... Warte mal, ist das doch der gleiche Abstand? Hier ist ein bisschen mehr als die Ecke. Das ist genau der gleiche Abstand, das sieht nur so aus. Ja, die Säulen sind hier unterschiedlich positioniert. Was? Nein, sind sie nicht. Wenn du jetzt... Nee, wenn ich das hier wegmache... Wenn du hier die Ecke anguckst, dann siehst du, dass da noch so ein ganz kleines Stückchen, die Ecke hat ja nochmal so einen dickeren Rand. So, und auf der anderen Seite ist das genauso. Nee, Moment, ist es nicht. Hier ist der Rand ein bisschen kleiner, ganz minimal. Ja, das meine ich. So, und dann macht man einfach so. Okay, so kann man es auch machen. Dadurch wird aber die Säule sehr teuer. Und ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. So. Warte, lass mich was. Links ist etwas höher als... Was? So, das gesamte Stack links und rechts anders, hab auch schon ein paar Mal gehabt. Ja, ich weiß nicht, ob hier die, sind die Rollen, Säulen denn gleich, ja doch, die sind gleich groß. Aber es kann sein, dass ich hier... Gefällt mir ziemlich gut. Ja, das können wir eigentlich so machen. Vor allem mit dem Grün für AKW. Was, oh nö. Ist die Frage, ob wir es so hell leuchtend haben wollen oder ob wir sagen, dass wir das nur, keine Ahnung, so machen oder so, dass das nicht ganz so krass leuchtet. Ja, so gefällt mir besser. Ja. So. Aber was das Ganze wird, das ist relativ einfach erklärt. Das ist die Anschlusssäule für die Trageplattform für die Kernkraftwerke. So, jetzt müssen wir nur gucken. Warum machst du da eigentlich so viele, wenn du einfach ein ganz großes setzen kannst? Kann man? Ja. Der Rahmen scheint bei dir durch, unten und oben. Und rechts. Okay, dann kann man es nicht. Obviously. Das Einzige, was man gucken muss, ist, ob das irgendwo durch
die Säule irgendwo durchkommt. So, und das wird dann, also der ganze Aporillo wird dann hier 16 Mal platziert. Und das ist dann die Halteplattform für die AKWs, die da oben reinkommen. Und über diese Säulen wird dann das Wasser angeliefert. Vielleicht hätte ich... Oh, wow. Du kannst Steuerung gedrückt halten, wenn du F hast und dann Steuerung gedrückt hältst. Dann kannst du markieren und dann kannst du alles zusammen abbauen quasi. Ja, ich wollte nur nichts, was hier in der Umgebung drin ist. Na, ich meinte nicht dich, ich habe auf Sammelstück gearbeitet, der hat gefragt. Ach so. Der Antwort hat nicht gearbeitet. Junge, es ist schon spät. Ich bin froh, dass ich überhaupt in der Lage bin, irgendwie zu denken, weil die Arbeit, die wir heute... Es wollten halt alle gleichzeitig von einem was und das am besten alles schon gestern. Kenne ich irgendwo her. Das Schlimme ist, heute haben wir Techniker für die Gaslöschanlage vergessen. Oh. Ja, war nicht ganz so intelligent. Also haben die erstmal anderthalb Stunden im Auto gegammelt, weil keiner von uns gekommen ist. Oh, wow. Aber die haben die nicht Bescheid gesagt? Ja, doch, haben sie zweimal. Okay. Ist nur so hardcore untergegangen. So. Das sieht schon ziemlich geil aus mit dem Grün, muss ich sagen. Fancy. So, ja, und total. Wie sieht sowas aus? Oh, wow. Also hier, wie heißt der Verein? Coffee Stain. Das hätte ich besser von euch erwartet. Meinst du, dass das auch eine Rundung gibt? Ja. Nein. Wird nicht überarbeitet. Wir hatten heute ein großes Update, was komplett in die Hose gegangen ist. Und naja, das System war etwas langsam. 6 Stunden Fehlersuche mit 1300 Kunden im Nacken, weil was nicht mehr funktioniert hat. Oh, gut. Ich würde sagen, das klingt spaßig, aber das wäre halt eine große Lüge. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Hier fehlt irgendwas. Was halten wir denn davon? Die Strommarkierung, also den Blitz aufmalen. Ja, ich hatte aber, glaube ich, die kleineren genommen, oder? Warte, wir können die ja einfach mal spaßeshalber auf die andere Seite setzen. Genau. Ungültiges Ziel. Ungültiges Ziel. Schau mal. Alter, zwischendurch könnte man diese... Ich finde die zu klein. Ja, aber die hier müssten dann reingenotcht werden. Dass Wie meinst du? Noch einen weiter drinnen sitzen? Ja. Mhm. Also wenn wir das jetzt mal... Ach, ich vergesse das jedes Mal. Ja, ich hab's auch vergessen. So, wenn ich jetzt hier Baupläne, so. Zäune... Ja. Wow. Oh, diese
So? Ach ja, und so. Wir müssen noch mal an jeden Bildschirm rangehen. Warum? Geh mal ganz nah an einen der Bildschirme ran, aber ganz, ganz nah. Ja. Ein bisschen weiter weg. Oh, shoot. Das war gerade so, hä? Was ist das denn? So. Oh yeah. Ja, das finde ich gut. Yes. Das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Gleich wieder vor da Nvidia-Updates. Ja, die habe ich auch noch vor mir. Morgen. Vor allem finde ich die den Kontrast von den orangenen Leuchten zu den grünen Leuchten dahinter echt geil. Ja. Auf jeden. Und dass man Baupläne in Bauplänen verwenden kann, ist auch ultra gut. Es ja, ist nur dann fucking teuer. Egal. So, dann kann das jetzt hier einfach so stehen bleiben. Genau, aber das war eigentlich nur alles Ideenprozessur. Ich würde jetzt mit den Brennstoffzellen loslegen. Mhm. Und ja, das wird ein bisschen dauern. Und dann müssen wir gucken, ob wir, was wir noch alles bauen wollen vorher. Ja. Ups. Das war zu viel. Egal. Hi. Hallo Muckelchen. Mein Hund möchte Aufmerksamkeit haben. Mhm. So. Dann geht das ja eigentlich. Wollen wir, boah, ist das kacke. Ich sagte, boah, ist das kacke. So, ach nee, das geht ja nicht. Also wir wollen, so, Moment. Wir gehen ja hier nach oben. So. Oh, das wird bestimmt auch richtig krebsig, die Säulen da dran zu platzieren. Vielleicht auch nicht. Also, das ist die Höhe, an der wir nicht bauen dürfen. Moment. Hier, so. Hier kommt Atom, oder hier kommt die komplette Warenannahme rein und die unterste Säule hier wird schräg sein. Warte. Was versuchst du da? Ich guck mal unsere Säule von unten an, weil es sieht lustig aus. Oh. Okay. Ah! Nimm das was mal weg. Danke. Ist nur ein Bauplan, keine Sorge. Ja, aber wenn Bauplan dazwischen, kann man nicht mehr bauen.
Muss man dann mal gucken, ob man die grünen Dinger, die grünen Leuchtteile, bis nach ganz oben hin macht oder wirklich nur an dem unteren Teil. Ach Moment, für die Dinger braucht man Quarz-Auszieh-Dingsbumsies, ne? Ja. Ah. Wieso? Okay, auch nur so. Haben wir noch 400 Stück? Ja, ich weiß. Muss man dann nur mal gucken, ob das vielleicht ganz gut aussieht, wenn man das bis ganz oben hin macht. Ja, also, so sieht der Eingangsbereich für eine für ein Atomkraftwerk aus. Ja, soll da nicht die Säule hin? Ja, aber dass man weiß... So. Ich würde das dann ab der Höhe, wo der blaue Nubbel jetzt drin ist, ja, würde ich dann anfangen, nach oben zu gehen. Das heißt, ich würde entweder mit den hier nach oben gehen, ne? Mhm. Oder sagen, wir setzen das so und gehen dann von hier aus mit den Wasserrohren einfach nur nach oben. Und oder... Mhm. Dieses zwischenzeitige Bauprinzip, ne? Warte. Und, nee, also, bitte aufhören. Okay. Alter Schwede. Nee, bei mir ist gerade der Bildschirm im Millisekundenbereich zwischen Rot und Gelb hin und her geflackert. Oh, shoot. Okay, entschuldige. Und das sind 32 Zoll, also das ist so. Auf so einer Entfernung. Ups. Ja, also entweder die Wassersäulen hier in der Mitte drinne. Ja. Dass das dann einfach so hoch geht. Mhm. Oder halt nicht. Ich würde die Wassersäulen vielleicht... wenn man hier unten die Stütze drin hat, kommen die ja sowieso außen dran hoch, ne? Dass man die hier direkt an die Betonwand gehen lässt vielleicht, oder? Dass man da gar nicht noch so ein Zwischendrahtgestell macht. Also, dass man dann... Moment. Logistik. So geht? Ja. So, und dann hier bin ich, wenn du mal mit auf die andere Seite fliegen willst. Na, betreutes Spielen, den Stream, feinen Tag, pro Jahr hat er gestern aufgebraucht, guten Abend. Nee, der kommt vielleicht noch Donnerstag und Freitag kommt er definitiv und... Was? Nächste Woche Freitag und Samstag. Was? Wie? Ja, ich habe sehr viele Pläne. Freitag fahren wir in... also, diesen Donnerstag hat meine Nichte Geburtstag. Ja. Da werde ich vielleicht... vielleicht abends streamen oder vormittags. Ich denke mal eher vormittags, weil da geht es erst um 15 Uhr los. Ja, ich werde Donnerstag, wenn auch nur vormittags streamen, weil... Fußballspiel abends. Ja, genau. Das passt dann sogar. Freitag hat eine Freundin von mir Geburtstag. Je nachdem, ob ein Kumpel mitfährt oder nicht, werde ich so bis 22 Uhr streamen. Ja. Und da drauf die Woche, den Freitag, fahre ich in den Freizeitpark. Welchen?
Heidepark. Cool. Und ja, und den Samstag, vielleicht sagt dir der 10. Oktober was? Der 12. Oktober was? Nein. So in der Messe Hamburg. Nö. Okay. Sagt dir die Polaris was? Nö. Okay. Ist eine Gaming Convention in Hamburg. Okay. Ja, da läuft irgendwo Gronkh rum, vielleicht habe ich ja Glück. Ah. Ja, so, zurück zum eigentlichen Thema. Ich hatte das so gedacht, dass halt die komplette Fläche hier unten drunter mit Drahtgittern versehen ist. Ja. Und dass die Annahmen von den Atomkraftwerken halt sind, die schrägen, aber da, wo die Säulen rauskommt, dann gerade rausgeht. Ja. Ja, super. Dann können wir das einmal hier sogar nachbauen. Ich eile. Wie kann ich mir so ein Ding kopieren? Was kopieren? Gibt es irgendwie eine Taste, dass ich ein Objekt angucke und der mir das direkt nimmt und ich das nicht immer raussuchen muss? Mittlere Maustaste. Danke. Ich dachte, das machst du schon die ganze Zeit. Nein. Oh mein Gott. Nicht einmal habe ich das bis jetzt getan. Oh, mein herzliches Beileid dazu. Ja, danke. So. Dann den. Den hier weg. Genau, und dann kommt hier in der Position kommt einfach nur dit hin. Du meinst so ein Durchgangsdingswandgedöns? Nee, nee, das kommt da nicht hin. Das kommt nur bei den Atomkraftwerken hin. Ja. So, und überall, wo hier so eine große Säule hier steht, ne? Also eine Wandelement hier. Da kommt ein Atomkraftwerk in die Mitte. Ah, ja. So, und dann ist halt hier, das ist halt dann wieder ein bisschen... So. Dann kommt hier das... So. Ich glaube, das dürfte eigentlich ganz cool aussehen. Ja. Als Abschluss. Nur hier weiß ich jetzt gerade nicht. Also das hier wird die Verteilebene. Und es könnte sein, dass dann einige Säulen oder zwei von den Wasserlinien schon hier links und rechts rausgehen. Achtung, Riesenbauplan. Sag Bescheid, wenn ich drücken darf. Ja, ich weiß nur nicht, willst du hier gerade runtergehen? Warte, ich wollte jetzt erstmal gucken, wie hoch wir überhaupt gehen müssen. Moment, ich muss jetzt erstmal hier gucken, dass... So, so ist setz, richtig rum. Setz ihn noch einfach auf den Fußboden erstmal. Hier drunter halten. Oh. Halt den mal hier an eine Säule ran, an den Fußboden. Aber im Wasser. Ja. Ach, dann kannst du die Höhe abpassen, ne? Genau. Jetzt setz den mal oben ran. Warte. Jetzt musst du... Gott.
So, oder? Leider nicht. Du bist... Aber es passt doch. Ja, warte. Ja, es passt nicht genau von der Höhe her, ne? Da ist so eine kleine Lücke zwischen, ne? Ja, drück mal Escape. Eine der Säulen ist halt der höchste Punkt des Bauplans. Oh. Und dann, jetzt kannst du nochmal setzen. So. Guten Abend, Zuschauer. Ja, das hatten wir jetzt schon. Das geht nur mit Entschuldigungsschreiben von Mutti, hatten wir auch schon. Oder von Gronkh unterschrieben, damit wir wissen, dass du da warst. Ja, das versuche ich. Ja, bitte, ich wurde gerufen. Was? So, ne? WB Sammelstück, nicht, dass er einfach schwänzt. Ja. Ja, genau. So, und wenn wir jetzt Glück haben und die Götter uns Holz sind, schweben wir genau 2 mm drüber. Das ist ganz einfach zu beheben, weißt du wie? Hau raus. Oh, shoot, warte mal. Nee, das wird nach unten breiter, ne? Ich hab ne Idee. Lässt sich wirklich einfach beheben. Den kannst du wieder abreißen, den Bauplan. Wie schalte ich nochmal um, dass ich Bauplan R, ne? Ja. Ja. Wer ist schon Gronkh? Lieber hier rumgammeln und schauen, was die bauen. Wir versuchen unser Glück. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja. So. Das war ja wirklich... War das... Ich habe jetzt mal vorsichtshalber 2 Fundamente gemacht. Wir fühlen uns auf jeden Fall geehrt. Was? Ja, wenn jemand sagt, wer schon Gronkh lieber hier sein, dann ist das schon irgendwie... Ne? Ja. Es ist natürlich eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Liegt es daran, dass er Urlaub hat, oder? Weiß nicht. Steht der noch? Oh. Könntest du den noch einmal eben aufbauen? Den was? Den Turm. Aber selbstverständlich. Wär schon. Nope, ich kenne ihn nur von YouTube-Videos und mag ihn nicht. Oh. Nee, einfach nur irgendwo hinsetzen. Oh Gott. Du hast gesagt, irgendwo. Ja, nee, nee. Du bist gerade die ganze Zeit so durch die Gegend geflibbert. Kann ich ihn wieder wegmachen? Nee, noch nicht. So, der war zu hoch. Jetzt kannst du ihn wegmachen. So. So, und jetzt kannst du ihn versuchen zu bauen. Oh ja. Oh nee. Ja. Oh nee. Achso, okay. Ich dachte, den hast du jetzt gerade so voll schräg dran gebaut. Jetzt guckt er noch weiter raus. Okay. Das hat nicht funktioniert. Nee, ich hab falsch nach... Ich war gerade auf dem kompletten... Ich hätte den anderen noch oben draufsetzen müssen. Ja, schon. Na, nein. Das war lustig. So. Jetzt. Ah. Hä? Achso. Ah. Oh, nee. Ja. Oh, nee.
Ja. Ist uns das egal? Was? Dass das da so ein bisschen... Ich meine, wir müssen die Rohre doch sowieso genau unter der Säule quasi herführen. Hm? Warte, lass mich überlegen. Guck mal, ich hätte jetzt zum Beispiel so gemacht. Also pro Säule dann einfach noch so einen weiteren Stern raus. Ja. Und dann geht man hier auf Armageddon-Basis einfach geradeaus. Weil das könnte man ja pro Säule machen, deswegen bin ich auch so... Hilfe! Ach, du hilfst mit. Oh Gott. Entschuldigung. Ja. So dann, ne? Ja. Und wenn man jetzt von hier aus zum Beispiel 1, 2, 3, 4. Oh Gott. Kein Strom mehr. Kein Strom. So. Also zweier Abstand hiervon. 1. So, 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn man jetzt. Das muss man dann natürlich auch irgendwie noch bauen. So. Dass wir jetzt nur zu Demonstration schwecken. Mhm. Ich glaube, das war so. Production. Wenn dieses Scheiß... So. Okay, vielleicht müssten wir hier da ein wenig höher gehen, aber... Und noch ein Feld weiter weggehen. Aber wenn das 6 Stück sind, kann man nämlich mit einem 5er Abstand und anscheinend 4 voneinander weg. Aber so könntest du dann jetzt, nehmen wir einfach, stell dir vor, hier, hier sind noch 2 mehr dran. Mhm. Aber man könnte dann so bauen und dann so rübergehen. Und dann machst du hier noch eine. Also, hier irgendwo. Eine geradeaus. Und dann nochmal... Oder nur zu... Ah ne, eine geradeaus braucht gar nicht. Was ist denn hier passiert? Also, ja, ich habe vergessen zu löschen. Jetzt ist da unten irgendwo... Ah, ja, genau. Ja, dann... Genau, und dann hier weiter hinten kann man den gleichen Bubbel dann quasi nochmal machen, dass man dann die beiden inneren Rohre nach außen wegführt, richtig? Ja, genau. Also, das hier in der Mitte reißen wir ja irgendwann ab, ne? Aber dann hätte ich einfach an jede Säule immer so eine Kombi rangesetzt. Da ist nur die Frage. Ich weiß nur nicht, ob das... Boah, wird das hart. Das wird nix. Das muss vielleicht anders laufen. Wieso? Weil... Warte. Hier schon das nächste kommen würde. Also hier würde schon die nächste Säule kommen. Hm.
Moment, ein Wasserextraktor macht 120 Kubikmeter die Minute, ne? Mhm. 600 Kubikmeter schafft eine Leitung, richtig? Ja. Ach, du willst da nur zwei bauen? Ja, oder halt drei, ne? Dass ja. Man sagt, 200 Kubikmeter pro Minute pro Ding. Dann, Ja, also wir müssen 150, Wassersäulen bauen. Ja, weil wenn wir das dann quasi... Moment, wenn ich jetzt hier Transport... Nein, Moment, Produktion, Wasserpumpe, Wasser... So, wenn ich den jetzt hier so weit wie möglich da dran setze. Moment, warum geht es nicht? Würde ich das Ressource so machen. Nicht tief genug. Genau, halt mal Steuerung gedrückt. Und dann kannst du das da an die Fläche rannatschen. Ja, du bist jetzt hinten auf der Säule drauf. Ja, oder man macht es so. Dann wäre das eigentlich so. Warum steht denn da jetzt Ressource nicht tief genug? Weil du hier auf der, auf irgendeiner Fläche drauf bist. Nein, bin ich nicht. Ja, kann ich dir auch nicht sagen. Hier ach, unten ist auch nichts. Ach so. Oh. Jetzt geht's. Da unten ist ein verlorenes, okay. Moment. Jetzt muss ich eben kurz gucken, dass ich das ungefähr... Mit Steuerung kannst du das auf dieselbe Höhe bringen. Ja, ist dieselbe Höhe. Ja. Nein! Jetzt hast du wieder irgendwas gemacht. Jetzt geht das wieder nicht. Jetzt kann ich das wieder nicht platzieren. Jetzt ist es wieder rot, weil du irgendwas gemacht hast. Ach, jetzt. Okay, nur die Plattform müssen wir eigentlich höher bauen. Ja gut, die Plattformen, die verschwinden doch sowieso hinterher, oder nicht? Ja. Okay, dann würde ich das eher... Hey. Hm? Achso, nee, ich hatte was. So, dann machen wir so. Oh. Dann machen wir das eher direkt so. Passt es dann, wenn wir hier nur drei dran machen? Und die dann jeweils alle übertakten? Ja, vielleicht. Das sollten wir testen, wenn das alles da ist. Und oder ob wir es dann einfach machen, okay. Wir machen das, wie heißt das gleich noch? Zum Beispiel, der hier wird hier nah an der Säule gebaut und der nächste geht ein ganzes Stück nach hinten und dann werden wieder welche gebaut. Also ja. Die nächste, bei der nächsten Säule, dass es halt immer so abwechselnd ist. Was man natürlich auch machen kann, wenn man die nicht übertakten will oder noch nicht übertakten will,
dass man hier... Moment, eine Sekunde. Hallo Fabi! Oh, so, hallo jetzt Fabi. Kann ich wieder. Hallo, hallo, hallo! Hallo, Wesley. Hallo, Wesley. So, wenn ich das jetzt hier hin mache... Ich meine, man kann ja eins ein bisschen underclocken. So, wenn ich jetzt hier... Ja, du, ich glaube, du verstehst gerade nicht das Ausmaß, von dem du sprichst. Wir bauen davon noch 16 Stück. Ja, das geht dann... Oh, Moment, haben wir überhaupt in alle Richtungen genug Platz? Ja, das schon. Aber wir bauen noch 16 Säulen. Ja. Ja. So, und wenn ich jetzt sage, dass ich hier hinten... Warte, ich rechne dir mal eben vor. Also, 50 mal 5. Wir brauchen 250 Pumpen an sich. Oh, ich glaube, dafür haben wir keinen Platz. Oder vielleicht doch. Vollgas laufen lassen und den Rest schreddern. Was? Wasser kann man nicht schreddern. Ja. Das Problem wird viel eher sein, dass wir am Anfang erstmal nicht genügend wie heißt das gleich noch? Shards haben dafür. Ja, ja, deswegen meine ich ja, damit wir es nicht overclocken müssen. Ja, dann würden wir 5 Stück gebrauchen. Pro Leitung, ne? Ja gut, ja. Dann macht man halt immer einen Dreier, einen Zweierbubbel, einen Dreier, einen Zweierbubbel. Ja, ich... So, dann habe ich hier wieder... Doch in Kanistern? Oh nee, hör mir auf, bloß nicht. Like this. So, das nächste ist dann wieder... Ich brauche mal eben ein bisschen Platz. Moment, das ist... 2 und ein bisschen und 2. Also hier so ungefähr. Dann brauche ich... Ich glaube 3. So, dann habe ich hier wieder... Produktion. So, dann möchte ich hier Logistik. Alter, wie beschissen lässt sich denn die Kacke hier Platz... Oh. So. Und, der eine Bubbel hat sich schon ausgebubbelt. Was? Wenn du mal guckst. Oh, shoot. Mhm. Ja, oder wir müssen wirklich alle in einer Reihe, dass wir quasi direkt neben den Dingern hergehen. Ne, dass wir gar nicht so Buppel machen, sondern dass wir gerade daneben hergehen. Ich mache hier mal eben alles weg.
So, das weg, das weg, das weg. Nee, das hätte bleiben können. Aber es hat doch nicht gepasst. Nee, der eine Bubbel hat nicht gepasst. Ja, alternativ könnten wir halt sagen, dass wir... auf jeder Seite 10 Wasserextraktoren in eine Richtung setzen, so. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der ja. Zum Beispiel Haft kann man ja dann wieder wegmachen. 10. So, ne? Ja, da bin ich mir halt nicht sicher, ob das mit der Entfernung passt, weil das hier ist vom Mittelpunkt aus 30. Ja. Wo ich gerade drüber schwebe. Ja. Das wären dann nochmal 10 Stück obendran. Warum sollte das nicht passen? Oder was passt da nicht? Ich verstehe gerade nicht ganz. Ich weiß nicht, ob wir genügend Platz haben für eine 40er Breite. Zuschauer, wir bauen 50 AKWs, aber in Vorbereitung, dass man die mit 3 Shards alle übertakten kann. Oh, ich habe das zu nah da dran gebaut. Ich komme auf meinen Server online, auf dem ich meinen Bekannten baut, und der hat was aufgestellt, was nicht definierbar war. Ist. Okay, und spann uns nicht auf die Folter, was ist es? Okay, ich definiere jetzt mal den Parameter. Nicht den Parameter, den... Oh, wie heißt das noch? Ich steck den Bereich ab. Verdammt. Oh, aber außer Entfernung, guck dir die Säulen an. Warte, wo bist du? Nee, einfach bei mir auf den Stream gucken. Es sieht schon sehr geil aus. Oh ja. Und es sieht Wobei ich nicht weiß, ob ich ein Fan von den Metallgestängen bin oder ob wir in die Mitte wirklich noch Betonsäulen platzieren. Ja, da war ich auch gerade am Überlegen. Weil das sieht so wie so ein Gerippe aus, als wäre es nicht fertig. Mhm. Ach ja, und in dem Bereich, wo wir uns gerade befinden, müssen wir uns Sorgen machen, dass wir außerhalb der Map sind. Oh mein Gott. Okay, das dürfte... 3, 4, 5. Hier ist das fünfte. Oh, ein zu weit gebaut. So. Okay, es sieht gut aus. Wir haben definitiv genügend Platz. Nice. Weil wir uns auch noch kreisförmig bewegen. Das sollte eigentlich passen. So. Aber Safety First einmal abtesten. So,
Den, so, ich komme den Knoten des Grauens. Doppelpunkt. Schaut so aus. Ich weiß nicht, was das werden soll. Ach, vertrau einfach dem Entstehungsprozess. Das wird schon. Das sieht am Anfang immer ganz furchtbar aus und es muss auch genauso sein. Ja. Das, was sie sagt. Oh fuck. Nichts, was ich von dir hören möchte. Ja, wir bewegen uns in schmalen Parametern. Wird wahrscheinlich ziemlich knapp werden mit der World Border, ne? Ja, vielleicht. World Border, da mache ich mir wirklich Sorgen drum. Weil die letzte Wasserpumpe befindet sich genau noch im Bereich. Oh Gott, was hast du denn da? Was? Eine gerade Verbindung ging nicht. Eine was? Eine gerade Verbindung? Wie eine gerade Verbindung? Ach so, nö. Glaube ich irgendwie nicht. Das nicht gerade. Ja, okay, hast recht, sieht besser aus. Hey. Ja, Mein sah halt besonders aus, okay? Hm? Hallo Corby, lass dir das nicht einreden, nur Kontrolle, absolute Kontrolle, deswegen spiele ich ja Manie mit. Kannst ihn ja nicht allein auf die Welt loslassen, doch, das funktioniert schon. Okay, ja, dass das hier so passt, ist auch wirklich mehr Glück als Verstand. Mhm. So. Jetzt muss ich nur ungefähr den Abstand hinbekommen. Nee! Mach das weg! Nee, mach nee, das wieder weg! Das musst du nutzen. Nein, das kann ich nicht nutzen. Klar. Oh, gerade eben hat es viel besser gesnappt. Nee, geht nicht. Mach weg. So, jetzt snappt's ordentlich. Ja, ich empfehle mal die.
Der Moment, wenn es gerade einmal ganz kurz blau war und dann wieder rot wird und du keine Ahnung hast, warum, weil du nichts geändert hast. Weil du wahrscheinlich mitten auf dem Weg hier baust. 5, 6. Nein. Danke. Ich wollte nur gucken, ob du aufpasst, okay? Klar, passe ich auf. Das wird so bescheuert aussehen. Auch gar nicht übertrieben oder so. Versteht sich. Versteht sich. Obwohl, naja, übertrieben und Satisfactory sind halt irgendwie zwei Wörter, die nicht zusammenpassen, ne? Weil es ist halt immer noch Satisfactory. Ja. So, und das jetzt quasi bei jeder Säule. Ja, so gesehen schon, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann muss die Verkabelung noch hübsch gemacht werden. Also deswegen, das wollte ich dann erst dann machen, wenn man sagen kann, okay, wir haben jetzt die Wasserversorgung sichergestellt. Ja. Und ja. Corby, du hältst... Wenn du ein Fundament hier hast... So. Und du willst das um die Hälfte rüber, dann kannst du einfach die Taste H drücken und dann einfach mit Pfeiltasten links, rechts, vorne, unten, oben das bewegen. Ist das nicht zu viel Wasser? Wenn es um Atomkraft geht, gibt es nicht zu viel Wasser. Nee, das ist reine Vorsichtsmaßnahme, wenn wir uns zum Beispiel spontan entscheiden, wir wollen 50 Atomkraftwerke mit 150 Energieshards versehen, dann haben wir dadurch, durch die Menge an Wasser, die wir hier liefern, sind die dann trotzdem mit ausreichend Wasser versorgt. Also das ist jetzt so gedacht, dass, wie heißt es gleich noch, jede Säule oder nee, jedes Rohr versorgt ein Atomkraftwerk. Klar. Und wir benutzen natürlich nur Naturatomstrom. Natürlich, natürlich. Was denn sonst? Naja, jeder Atomstrom ist eigentlich aus naturellen Ressourcen. Ja. Und da die hier in Satisfactory unendlich sind, ist der Atomstrom eigentlich die sauberste Energiequelle hier in dem Spiel. Weil ja oben aus den Atomkraftwerken nur Wasserdampf rauskommt. Ich bin mal kurz auf K, ich muss mal eine Runde mit dem Hund gehen, der quengelt mich hier die ganze Zeit von der Seite an. Ah, okay, und ich dachte, das wäre Zuschauer gewesen. Nein, nein, leider nicht. Bis gleich. Ich warte, ich platziere mich noch irgendwo hin, wo man einen schönen Ausblick auf unsere Säulen hat. Oh, das wird so kacke aussehen. Das wird dann hier, das ist ja wirklich alle 50 Meter kommt da so eine Gigantosäule. Ah, und wir könnten die noch ein bisschen kleiner machen, weil irgendwann sind wir ja so weit im Abstand, dass man zwischen den ganzen Säulen noch mehr Wasser setzen könnte. Ja. Alles klar, ich bin mal okay. Bis gleich. Jo, bis gleich. Ich mache Mittwoch auf jeden Fall länger. Und dann Donnerstag Vormittag auf jeden Fall. Oh, und Manni auch. Genau, so, die sauberste Energiequelle ist der Player im Hamsterrad. Ja, die gibt's ja leider nicht, deswegen... das wäre was, so ein Rennrad zur Stromgewinnung mit VR-Brille. Ja... Ich habe mal von irgendeinem Knastprojekt gehört, wo das war.
Wo kriegt man Kunststoff? Das kannst du aus Plastik generieren. Also du kannst aus... Oh Gott. Nee, Öl kannst du das generieren. Also du brauchst eine Ölquelle. Und dann kannst du Polymerharz herstellen. Und aus diesem Polymerharz kannst du dann... das Zeug machen. So, ich weiß jetzt nur nicht, ob ich hier Fehler getan habe. Ach, das wird schon hinhauen. Weiß ich nur nicht, ob das zwischen den... So, das sieht gut aus. Das ist ein bisschen breiter. Dann ist es immer breit, schmal, breit, schmal, breit, schmal. Ich glaube, das dürfte nicht ganz so krass auffallen. Ja, doch, fällt auf. Die Säule ist eindeutig breiter. Uff. So, da muss man eigentlich mal gucken. Oh Gott. Oh, 37,364 durch 2. 18,62. Das heißt, man müsste eigentlich... So hier und hier zwischen müsste man die Säule setzen. Auf warten, abfuck. Damit das mit
Oh Gott. Ist das so schlimm? Schon mal gehabt, Strom angeschlossen, aber fließt nicht. Ich habe einen Mast mit 7 Anschlüssen, von denen gehen 2 nicht. Hast du dazwischen irgendwelche Prioritätsschalter oder sowas? Das wäre dann so die einzige Erklärung, die ich noch hätte. Sechs, sieben, acht. Das wären 1, 2, 3, 4. Also eigentlich. Müsste man hier zwischensetzen, aber das sieht dann halt auch nicht aus. Sondern es müsste eigentlich an dieser Position dann runtergeführt werden. Ja, das sieht irgendwie ein bisschen off aus. So, nein, gar nichts. Der Mast zeigen dann die 5 Fabriken an, dass sie, welche Farbe hat denn die, also, es gibt unterschiedliche, wenn du den Konstruktor hier hast, er zeigt rot an, wenn er keinen Strom hat. Auch wenn er Strom hat, zeigt er rot an. Gibst du ihm ein Rezept, zeigt er gelb an. Nimmst du dann den Strom weg, zeigt er wieder rot an. Genau, es. Hast du nachgeprüft, ob da auch ein Rezept drin ausgewählt ist? Dann würde ich die Stromleitung nochmal überprüfen. Ja, dann, du kannst auch, was du auch gemacht hast, haben könntest, wäre folgendes. Ja, deswegen sagte ich, den Strom überprüfen. Also es kann sein, entweder, dass das falsch gesetzt worden ist, oder auch was anderes, was passieren kann zwischendurch mal, dass du entweder so gebaut hast oder einen alten mit einem neuen irgendwie überschrieben oder sowas. Also das kann man sehr schwer sagen. Verdammt. Ah, vielleicht war das Upgrade nicht richtig. Also, dass der zwar jetzt geupgradet ist, aber, also den habe ich ja jetzt gerade geupgradet. So, er sollte jetzt noch für 5 Maschinen haben. 1, 2, 3, 4, 5. Testen wir doch gleich mal. Hat bei mir so funktioniert.
komisch. So, jetzt müssen wir warten, bis Mani wieder da ist. I have arrived. Hallo, Peanut. Endlich haben wir auch mal ein Projekt, was ein bisschen größenwahnsinnig ist. Hier siehst du schon den Anfang. Naja, das ist eins von 16 Beinen für unser Atomkraftwerkchen. Nur hier bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Ob man irgendwie sagt, okay, wir machen das jetzt so. So, Wände. Oh, Moment. Vielleicht noch. So. Was sagt man? Dann eher Wände.
Warum so viel Wasser oder holt ihr alles an Uran ran? Ja und nein. Das Wasser soll dafür sorgen, dass wir die Atomkraftwerke mit dreifacher Übertaktung laufen lassen können. Das heißt, wenn wir sagen, oh, wir haben ein wenig zu wenig Strom, wir können hier die Atomkraftwerke übertakten. Und dann brauchen wir nur die Atomkraftwerke übertakten und nicht noch alles andere. Also auch noch nicht die ganzen Wasserpumpen oder das dann komplett neu bauen. Und deswegen soll das jetzt hier einmal so kreisförmig drumherum gehen. Genau. Und die Säule hatten wir jetzt hier gerade fertig gebaut. Und jetzt sind wir gerade noch am Gucken und Überlegen, wie man das am geschicktesten bauen könnte. Also eine Idee ist das. So, und eine andere Idee will ich jetzt hier testen. Kann man das irgendwie auffüllen? Oh, natürlich nicht. Kann ich da irgendwas dran platzieren? I am back. Willkommen zurück. Danke schon. Feststellung. Zwei ja. Probleme. Oh nein. Also das eine ist so, okay, das müssten wir entscheiden. Ja. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ja. Momento, ich bin gleich fertig. Mhm. So. Hilfe, die Stimme aus dem Hintergrund, es tut mir leid. Ja, ganz schlimm.
Entschuldigung. Also. Hm? Es gibt einmal diese Abomination. Die finde ich ein wenig sehr technisch. Da bin ich mir nicht sicher mit dem, ob das wirklich so gut aussieht. Mhm. Und dann hätten wir noch das hier. Da müsste man gucken, ob man dann einfach hier die Wände dann so runterzieht. Ja, gefällt mir gut. Besser als das Technische. So. Ja, das gefällt mir besser. Genau, das finde ich eigentlich an sich auch ganz cool. Das war noch das Einfache von den Problemen, oder? Ja, das andere Problem ist, diese Plattform hier. Ja. Wäre so der circa Mittelpunkt zwischen diesen zwei Plattformen. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass wir das wegmachen müssen, was wir hier gebaut haben, oder? Nee, nee, da wäre die Frage. Es wäre immer bei diesen zusammengeführten Nupseln, also die hier. Ja. Der? Der Bereich hier zwischen wäre größer als der Bereich zwischen diesen beiden hier. Stört uns das? Also der wäre kleiner, der Zwischenraum wäre größer. Nee, mir wäre das egal, weil sobald der Kack fertig ist, werden wir hier wahrscheinlich nur 2-3 Mal wiederkommen. Herzinfarkt, Tod durch Stimme. Oh ja. Genau, Also heißt theoretisch hätten wir das alles auf diese Höhe hier bauen müssen. Ja, immer nur jeden zweiten. Also immer da, wo nicht wie hier genau 3 Stück sind. Ja. Doch, sondern bei da, jedem. Wo 4 sind. Nee, bei jedem. Oh. Oh, ja, ja, ich weiß. Ja, mhm. Weil du hier quasi einen Penis hast und hier nicht. Nee. Oder ich, Mittelfinger. Hier ja. Ist ein gerades Atomkraftwerk und hier ist ein ungerades Atomkraftwerk. Mhm. Genau, und hier habe ich halt, damit ich den Mittelpunkt finde, 2 Plattformen zusammengefügt. Hm. Weil eigentlich sind zwischen 2 so großen 8 Plattformen und ich bin jetzt zwischen Plattform 4 und 4 gegangen. Weil wir jetzt nochmal dazwischen gehen. Heißt, der ganze Bums müsste weiter nach rechts auf die Plattform. Ja, so ungefähr. Ist an sich, würde ich sagen, jetzt kein großer, ich würde es jetzt nicht schlimm finden, wenn jedes zweite Feld ein bisschen größer ist. Weißt du, das ist auch eine Systematik. Dann hat das trotzdem, also es ist nicht symmetrisch, aber es hat ein System. Ja. Also wenn du jetzt. Dann kann man sich noch irgendwas überlegen, ob man an die größeren Dinger irgendwas anbringt, dass das rechtfertigt, dass es größer ist. Genau. Also wenn du jetzt hier mal guckst, der Abstand hier ist natürlich ein wenig größer und der hier ist ein bisschen kleiner. Ich falle. Ja, das ist, denke ich, okay. Dann lassen wir uns irgendwas einfallen, um das schön zu kaschieren. Naja, wenn du weit weg bist, fällt das eh nicht auf. Ja.
Genau. Also, Säule nochmal anfassen. Das Einzige, was wir nochmal überlegen müssten, wäre... ob wir hier noch irgendwas machen wollen. Oder ob wir das so lassen. Ich hätte das jetzt an sich so gelassen, oder? Ich würde es auch so lassen. Okay. Dann passe ich mal eben die Plattform an. Ja, jetzt ist mal aus eben zeigen ein bisschen mehr geworden. Ja, irgendwie standardmäßig bei uns, oder? Ja. Aber das passt eigentlich ganz gut, weil wenn wir den Außenkreis dann fertiggestellt haben, ja, können wir alles innen drinne löschen. Ja. Und habt ihr ein wenig die Ideen geklaut? Ah, dankeschön. Ist kein Problem. Worauf wollte ich hin? Ach, genau. Und dann können wir verkabeln. Oder Wasser runterbringen lassen. Oder hoch, wie auch immer. Wir haben ein Problem, ja. Red weiter. Was für ein Problem? Versuch mal hier gerade so, dass das quasi hier in einer Linie langläuft, so ein Ding zu platzieren. Ja, genau. Ja. Oder eben? 9 und 10. Oder 9 und fast 10. Hä? Ich glaube, du musst ein bisschen weiter nach hinten noch gehen. So kriegst du es nämlich nicht verbunden mit dem Rohr darunter. Ja. Ja, okay, perfekt. Oh, du musst mal deinen Baumod, genau. Anscheinend, wenn jemand anders den Rohrmodus aktiv hat und ein Rohr verlegen will,
wirst du wegblockiert. Hm. Das muss näher dran hier. Ja, aber Empfehlung, weiter wegfliegen. Dann hast du mit Steuerung eine bessere Ansicht. Ja. Ja. Cool. Sarkasmus. Nee, ich muss nur gerade gucken, wie ich das hin platziert bekomme mit dem Rohr, aber das hat ganz gut geklappt jetzt. Dank Auto 2D oder so. Oder wie auch immer das heißen mag. Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Was? Ich glaube, das muss ein bisschen weiter weg wieder. Nee, Moment. Nee, das passt aber von den Abständen her. Naja, vielleicht noch ein ganz kleines bisschen weiter weg. Vielleicht musst du dir dafür auch einen Bauplan setzen. Nee, das ist jetzt aber schief. Ich muss ja ein bisschen höher fliegen. Ja. So. Hm. Man könnte jetzt natürlich auch, wenn du mal, so, once up to time, ich habe vielleicht, es funktioniert natürlich nicht, die Kacke. Natürlich nicht. Natürlich nicht, wir sprechen von Satisfactory. Aber, was bestimmt cool aussehen wird. Zumindest bei dem Wasser. Oh ja. Haha. Das wollte ich auch bei den Atomkraftwerken bauen. So. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich gehe immer weiter weg, oder nicht? Nee. Acht. Oh, wie kacke ist denn das bitte? Was blockiert hier? Das? Ungültiges Rohrformat? Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Haha. Oh Gott. Ich muss gleich noch drei Regale neue Bänder legen, weil ich das Design geändert habe. Oh Gott. Mein herzliches Beileid dazu. Einverstanden. Gut. So. Beleuchtungssteuerung.
Okay, dann wird's jetzt kacke. Schwebst du gerade irgendwo durch die Gegend? Ja. Okay. Warum? Hast du Strom verloren? Nein. Gut. Jetzt hast du mir den Strom geklaut, oder? Nee. Okay. Ich teste gerade was. Das ist nicht das Problem. Aber ich bin noch hier. Habe ich den Kreis irgendwo falsch gezogen? Weil wir müssen ja noch einen Stromkreis für Lampen ziehen. Mhm. Nee, das hätte eigentlich... Ich kriege hier auch überall Strom. Ah, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ist das bescheuert. Okay. Dann... So, jetzt nochmal das Ganze testen. Ah, das funktioniert auch geil. Behold. Ah, das sieht... Oh ja. Bin ich ein ganz großer Fan von. Ja, ich auch. Das sieht ultra gut aus. Ja, nur bei den Rohren bin ich mir nicht ganz sicher. Da hätte ich vielleicht noch eine andere Idee. Gut, was du machen könntest, ist, dass du die genau bis dahin gerade runterführen lässt und dann erst schräg auf das Ding drauf, ne? Ja. That was the idea. Hat einen guten Idea. Hä? Ein Unfall ist passiert. Teste was, Mani stürzt ins Bodenlose. Mission failed. Ach Mann. Zack, und du fliegst nicht mehr. Weil die hat sich jetzt ausgeflogen. Das hat sie jetzt davon, Edge. Okay. Das ist jetzt hier mit vertikal. Irgendwie finde ich, sieht das kacke aus. Ich glaube, hier muss genudelt werden. Ich weiß, er wusste, dass sich das freut. Der Cock muss wieder nudeln, oder wie? Ja. Die gute alte Nudel hier. Ja. Richtig hart reingenudelt. Oh ja, das gibt eine besondere Krümmung. Das macht's halt echt nicht besser, ne? Ich weiß. So. Oh, geil. Perfekto. Okay.
Okay. Oh Gott, das wird ja... Also das Problem ist, wir müssen... da drinnen verschiedene Stromkreise anbringen. Ich glaube, die Stromverkabelung müssen wir später machen. Mhm. Weil, jetzt halte ich fest, wenn wir den Lampencontroller an, wie heißt es gleich noch, an das Hauptstromnetz packen und keinen anderen drinne haben, werden damit alle Lampen kontrolliert. Oh. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, aktuell müsste es ja funktionieren, wenn ich jetzt... Moment. So. Wenn ich jetzt hier eine Lampe ransetze und die ans Stromnetz anschließe... Oh, leuchtet sie weiß. Moment. Oh nee, ich hab den. Doch, ich hab den Kreis geschlossen. Moment. Ja. Es leuchten dann alle. Da hinten ist unsere Testlampe. Wenn die Farbe wechselt, dann ist Kacke. Hm. Hast du die Beleuchtung? Okay. Was? Ach, nichts. Hm? Es passieren Unfälle. Ne, ich bin erst von oben nach unten gegangen und dann... Ja. Oh Gott, du hast mir... Oh. Okay. Was denn? Ich brauchte halt Strom. Warte. Ja, bitteschön, jetzt hast du einen Stromnupsi mehr. Kommt davon, wenn man die Kleinen da hinsetzt. Just saying. Ja, ich hab hier automatisch auf Dingenskirchen vertraut. Fehler. Fehler wurden begangen. Ja. Jetzt hast du überhaupt keinen Strom mehr unten. Warum nicht? Weil ich den geklaut habe. Warum? Ach, nur so. Ach so, du hast mir nur da den Strom geklaut. Ja, das ist mir doch egal. Ja. Solange ich hier noch Strom habe, ist alles super. Okay. Und hier habe ich noch Strom. Safe Games für die Interactive Map. El Momento. Ich glaube unter Local App Data oder so. Eigentlich da. Vielleicht haben wir ein Problem. Wow, da ist ein Leerzeichen. So? Ja. Unter Local App Data. Der Code, der Befehl funktioniert nicht. Was eine Rotze. Also,
Ja, da irgendwo. Und was für ein Problem haben wir? Moment. 2, 3. Ja, 5. Sorry, Peanut. Was, welches Pop-up? Durch die ganzen Fehlermeldungen, die ich hatte. Der passt nicht hier hinten. Ja, warte. Ja, und das ist dieser minimal fehlende Abstand. Ja, dann musst du vielleicht hier vorne anfangen. Warte. Nein, jetzt snappt er da natürlich auch dran. Das ist ja voll unpraktisch gerade. Kann ich jetzt zur Not mal eben nochmal neu setzen? So, das wird wahrscheinlich zu nah sein, damit ich das noch da dran pumpen kann. Genau. Das ist auch noch zu nah. Das wird jetzt reine Bastelei werden, dass das passt. Ja, verstehe ich. Ich habe das eben ein kleines Stückchen weiter weg platziert, damit es gleich ist wie auf der anderen Seite. Mhm. Ich meine, das ging noch einen Millimeter weiter dran. Oh, Kacke, jetzt kriege ich das da nicht mehr dran platziert. So, und jetzt kommt der finale Test. Funktioniert das oder funktioniert es nicht? Natürlich funktioniert es nicht. Wäre ja auch zu schön, wenn es einfach funktionieren würde. Ja, sie. So, das wird jetzt aber wahrscheinlich genauso weit weg sein wie vorher. Warum ist denn das jetzt?
Bitte, snap doch bitte einfach an die andere Seite dran. Warum passt das so? Wegen dem Gehweg vielleicht? Ah, der snappt da hinten dran. Das Problem werde ich auf der anderen Seite aber genauso haben. Aber warum ist das ein Problem? Berühren sich doch gar nicht. Was ist, wenn du die weiter unten baust? Und kannst du die mit H bewegen? Nein. Also kannst du die nicht notchen. Mhm. Leider nicht. What the utterly crap. Das Problem ist, dass es so auch zu nah dran steht, als dass ich dann noch eine Wasserleitung da dran kriegen würde. Das Einzige, was wir natürlich machen können, dann müssten wir halt nur noch mal alles umplatzieren und das gleich gestalten. Wenn ich jetzt das ist vielleicht gar keine so doofe Idee. Müssen wir ausprobieren, ob das funktioniert. Das geht natürlich auch nicht. Was ist, wenn ich den ganzen Bums hier schräg mache? Das würde funktionieren. Dann können wir die... Wie, nee. Du hattest die gerade nach unten ins Meer gebaut. Ach, shoot. Warte mal, ich habe eine andere Idee. Ja gut, das würde natürlich gehen, ne? Dass man die ein bisschen näher dran platziert. Die Rohrverbindung nach oben weggehen lässt. Ja. Guck mal, wenn wir die... Okay, warte. Weil so. Dann habe ich hier wieder genug Platz, das da dran zu platzieren. Oh, ja, wenn zwei Stück eine Wasserpumpe... Ich habe aufgehört. Du kannst es machen. Okay. So, entweder wie die hier, ne? Auf derselben Linie. Oder man geht wirklich... Na okay, nee, das sieht kacke aus. Da würde ich eher dann doch so gehen. Ja. Da ist man dann ein bisschen... näher dran. So, weil jetzt habe ich hier hinten nämlich auch genug Platz. Jetzt muss ich nur gucken. Ich glaube, so ungefähr war das. Genau, dass das Rohr relativ
Ja, das finde ich mega. Sehr nice, Corby. GZ. Oh, sorry. Wie mies. Peanut, ich habe auch. Ich schließe jetzt Weltraumlüfter. Oh, nice. Ach ja, Corby. Mach dich drauf gefasst, irgendwann lenkt dich irgendwas so hart. Verdammt. Hardcore ab, dass du es gefühlt aufgegeben hast, die nächste Weltraumphase abzuschließen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich aus Erfahrungswerten spreche, aber. Er spricht aus Erfahrungswerten. Ja, siehe, wir bauen Füße für Atomkraftwerke, die wir nicht betreiben können, wofür wir nicht genügend Ressourcen haben, um überhaupt. Ja. Oh. So. Was war das? Aha. Oh. Bei mir heißt es nicht Captain, wo wir sinken, sondern Captain, wir steigen. Auf ungeahnte Höhen. Ja, bis kein Strom mehr da ist. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, deswegen sieht das so kacke aus. Oh Gott, bitte nicht. Please no. Da muss ich ja alle nochmal neu setzen. Oh, das ist ja jetzt nervig. Ich würde ja sagen, ich kann relaten. Aber leider nicht. 'Ach ja, hier ist ja kein Strom mehr drauf, weil ein gewisser Herr mir ja den Strom hier klauen musste. Tut mir leid. Ich brauchte ja was für Beleuchtung. Ach so, und dann klaust du mir das einfach, ja? Das findest du in Ordnung, ja? Ja, ich habe selbst die Stromkabel gelegt. Du könntest ja auch einfach, hast du da am Ende mal die ganze Stromleitung gesehen bei dir da? Ja. Die so 2,50 Meter von dir weg sind, die könntest du mit deiner Straße verbinden und dann hättest du wieder Strom. Also genau hinter dir. Ja. Ja.
Holy shit, ey. Das sieht ein wenig gewaltig aus. Oh, noch 3 Regale. Sauber. Sauber. Den hier? Also, Verbrauch ist das, was du aktuell im Netz verbrauchst. Maximalverbrauch ist das, was passiert, wenn alle deine Maschinen gleichzeitig laufen würden. Das heißt, ja, also, wenn du den oder das ist das, was deine Maschinen insgesamt in der gesamten Welt, die an dieses Stromnetz angeschlossen sind, verbrauchen würden. Bei Kapazität bin ich mir unsicher. Ah, Kapazität, die das Netz höchstmöglich unterstützt. Genau, durch unsere Produktion fluktuiert das ein wenig. Wenn wir jetzt aber einen Prioritätsnetzschalter setzen, den wir hier eben anschließen, da rangehen und zum Beispiel den Notstrom mit dazu schalten, haben wir ein und dasselbe, außer unser Notstrom wird aktiviert, dann ja, aber ich verstehe Kapazität eh nicht. Müsste die Kapazität nicht eigentlich größer als der aktuelle Stromverbrauch sein? Damit ich weiß, wie viel Kapazität ich an Strom quasi habe, den ich verbrauchen kann. Ist das nicht eigentlich das? Ich habe keine Ahnung. Cool, dann sind wir schon zu zweit. Also wie das hier ist, aber sonst würde ich dir voll und ganz zustimmen. So. Ah, warte. Das ist, wenn plötzlich deine Stromversorgung unterbrochen wird und deine Energiespeicher arbeiten. Oh, wie viel Stromspeicher wir quasi haben. Wie viel gerade das Netz unterstützt. Mhm. Und deine Produktion ist natürlich dann eine andere, wenn der Energiespeicher drinnen läuft. Ja. Notstrom kann wieder ausgeschaltet werden. Das muss ja knallen, wenn... Den müssen wir händisch dazu schalten. Wäre ungünstig, wenn der einfach ausgehen würde. Boah, das ist so eine Dulli-Arbeit, ey. Da meckert selbst der Hund. Ja. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist so eine richtige... Ich mache mir einen Livestream an und guck den, während ich Brain AFK Sachen platziere. Yep. Genau. Sagt jetzt der Stream,
alle, die anwesend sind, fühlen dasselbe. Also ja, woher wisst ihr, wie ich Sat... Ja. Okay, bei dir ist es aber auch mehr ein Punkt der Folter als alles andere. Bei dir ist es einfach selbst angetanes Leid, wirklich. Bei uns nicht. We don't talk about it, okay? Okay. Tschüss, Corby. Ciao, ciao, Corby. Gute Nacht. Oder viel Spaß auf der Arbeit. Ich weiß nicht. Ich weiß gerade nicht, ob du jetzt schlafen gehst oder arbeiten. Ich glaube, da war irgendwas mit Arbeiten, oder? Oh ja, das könnte gut sein. Nein, natürlich nicht. Bitte, ich brauche Hilfe. Nichts gibt's. Ah, schlafen und Schule. Okay. Ah, okay. Auch entspannt. So, wie viele Säulen habe ich schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weißt du, was das Schlimme da dran ist? Sag's nicht. Ach, bei dir sieht man schon wieder den ganzen Fortschritt und ich platziere hier einen Bauplan. Bei mir sieht man Fortschritt. Wo sieht man denn bei mir bitte Fortschritt? Naja, du hast ein paar mehr Wasserpumpen gebaut als ich bis jetzt Säulen platziert habe. Ja, weil die Säulen aufwendiger sind als die Wasserpumpen. Nee. Ja gut, das was halt ganz am Anfang am längsten gedauert hat, war die Säule zu designen, sodass sie uns gefällt. Ja. Eigentlich müsste Manni sich meinen Wahnsinn mal anschauen irgendwann. Nee, dann bin ich nur frustriert. Ja, kann ich nur bestätigen. Und die Feststellung kommt ziemlich hart, dass man viel zu klein gebaut hat. Ja, schau mal bitte bei der einen Säule, wo ich gerade bin. Ich habe jetzt die ganze Verrohrung mal gemacht. Und ich finde, das sieht eigentlich so sogar ganz nice aus. Also die mittlere Säule quasi. Oh. Auf jeden. Ja, dass das immer so nach hinten weggeht quasi. Joa. Super. Dann darf ich hier jetzt nochmal alles wegreißen und nochmal neu platzieren. Oh. Wir lieben es. Ba-ba-ba-ba-ba. Hier ist schon wieder kein Strom. Was? 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 Habe ich irgendeine Krombacher-Werbung verpasst? Hier müsste Strom sein. Jetzt ist sie. Mein Spiel verarscht mich. Alles gut. Okay. Respekt, wer selber es macht. Wie viele AKWs werden das? Es werden 50 AKWs, die so vorbereitet sind, dass man straight up hingehen kann und 150 Energiecharts drinnen verdampen kann, ohne Wasserprobleme zu bekommen. Das, was ich hier mache, ist halt auch so eine richtig meditative Arbeit, die man macht, wenn man wirklich sich irgendwie einen Stream oder so anmacht. Ja. Da ist ja auch wirklich nichts spannend dran. Es tut mir auch wahnsinnig viel leid für alle Leute, die das gerade sehen, aber es ist halt wirklich nichts spannend da dran. Was sollen die Leute denn bei mir sagen? Es ist
Fucking repetitiv. Und das Schlimme ist, an sich, ne? Wir haben dann einzig und allein die unterste Plattform dekoriert. Ja. Yep. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie lange wir noch brauchen, bis das AKW irgendwann mal an Strom geht. Naja, es fehlt noch eine komplette Brennstoffzellenproduktion, wo auch noch die Frage besteht, baue ich die so, dass die übertaktbar ist? Oder baue ich die so, dass sie direkt für alles Übertaktete genügend Strom liefert? Wenn ich jetzt sage, Zweiteres, reißt du mir den Kopf ab, oder? Ja. Zweiteres. Die andere Sache ist, haha, wir können ja irgendwann Schnecken auf Masse produzieren. Da können wir auch einfach warten, bis wir zu dem Zeitpunkt angekommen sind, die Schneckenproduktion starten und dann einfach den Server laufen lassen, was wir eh machen. Und dann haben wir am Ende einen Haufen Energiezellen, die wir verarbeiten können. Und dann können wir einfach das AKW und die Produktion dafür übertakten. Mhm. Sorry, ich habe gerade gezählt. Ja, können wir so machen. Super. Finde ich herzallerliebst. So. Ja, aber dann ist aus meiner Idee, die maximal bescheuert war eigentlich, echt was Krankes geworden. Meinst du den Vorbau, den du hier quasi geleistet hast? Ja, der mich gefühlt den Schlaf von Samstag auf von Sonntag auf Montag gekostet hat. Ich fühle mit dir. Ich war um 3 Uhr nachts kurz davor aufzustehen und es zu bauen. Ja. Oh, ich fühle das so sehr. Ich kann da so krass zu relaten gerade. Das ist echt, ja. Ja, einmal bin ich in der Nacht aufgestanden, hab den PC wieder angemacht und was umgesetzt, was ich im Kopf hatte, weil ich wusste, dass ich sonst nicht schlafen kann. Und es ist so traurig, dass man das sagen muss. Aber es war halt wirklich einfach so. Ja. So. Oh, ich glaube, gleich gibt es einmal einen Moment, wo du auf meine Seite hier rüberkommen musst. Da sage ich dir aber Bescheid. Ja. Oh, verdammt. Ich Idiot. Ich kenne das mit dem Planen im Kopf für Saates auch. Ja, das ist einfach, wenn man dann mal ausmacht, dann kommen einem noch so richtig gute Ideen, die man dann natürlich auch irgendwie umsetzen will, aber gleichzeitig überlegt man sich, okay, ich liege jetzt schon im Bett, der Rechner ist halt eigentlich aus. Lohnt sich das jetzt dafür, nochmal aufzustehen? Aber im Endeffekt, wenn man es nicht macht, dann hat man es halt die ganze Zeit im Kopf und dann weiß ich nicht. Ich kann dann halt einfach nicht schlafen und dann lohnt es sich mehr, dass ich eben aufstehe und es umsetze, bevor ich dann 5 Stunden wach liege. Ja und nein. Ich habe für die Umsetzung alleine, nur für die Idee da oben das hinzubauen, halt 3 oder 4 Stunden gebraucht, ne? Also irgendwie habe ich das hier gerade hinbekommen als hier. Naja, obwohl es geht. Ein bisschen gerade. Ein bisschen gerade ist es hier, aber das bleibt alles ganz genau so wie es ist. Okay.
Oh mein Gott. Was? Das Schlimme ist, dass ich vom Beruf Planer bin. Das ist also nochmal schlimmer. Ja, Peanut, das kann ich mir vorstellen. Ich nicht, aber Baustellen muss ich jetzt trotzdem planen. Was planst du denn da? Also aktuell noch nicht so viel, weil ich nur Breitbandmaßnahmen, Baumaßnahmen plane. Und wenn es nur so Einzelanschlüsse sind, dann macht viel der Tiefbauer auch selber. Aber jetzt haben wir zum Beispiel ein großes Cluster, was ich mitbetreut habe, weil mein Kollege bei Baubeginn in Urlaub gegangen ist, natürlich. Selbstverständlich. Und da habe ich zum Beispiel, hatte ich ja schon mal erzählt, bei Glasfaser ist das ja so, dass da quasi Rohrverbände in die Erde gelegt werden, wo ganz viele Mikroröhrchen drin sind. Und die haben halt alle verschiedene Farben und dann muss ich gucken, welcher Rohrverband bis wohin gelegt werden muss, wie viele Häuser dahinter hängen und welche Farben aus diesem Rohrverbund die Häuser dann bekommen, damit halt jede Farbe nur einmal belegt ist und man hinterher beim Einblasen von dem Glas dann keine Farbe doppelt belegt hat, weil man dann natürlich nicht mehr durchkommt zu dem Haus, was hinter der ersten Belegung liegt. Ja. Ja. Cool, ich kann nicht mehr bauen. Ist schlecht. Willst du mich verarschen? Eigentlich nicht, nee. Nur manchmal. Warum? Ja. Das muss ich jetzt einmal abklären. So, das Geile ist ja, wir haben von unserem aus die Glasfaser liegen, aber die geht nur zum Verteilerkasten. Ja, das ist ja normal. Wir haben vor unserem Glas. Moment. Aber der Verteilerkasten, der muss ja irgendwo angeschlossen sein, ansonsten hat der Verteilerkasten ja gar keinen Sinn. Weil also die Kabelverteilerschränke, die werden vom... Okay, ich weiß nicht, ob überall die Bezeichnungen gleich sind, aber bei uns heißt das einmal Kabelverteilerschrank. Das ist das, von dem aus die Häuser angeschlossen werden. Und der Kabelverteilerschrank wird dann vom LVZ, also Leistungsverteilzentrale oder so, versorgt. Und wenn die Verbindung von dem KVZ zu dem LVZ nicht steht, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Weil, ich meine, perspektivisch wollen die Leute, die die Leitung da in die Erde gelegt haben, ja auch Geld daran verdienen. Und das funktioniert halt nicht, wenn kein Saft drauf ist. Ich meine, das wäre, als würdest du einfach ein Stromkabel in die Erde legen und es nicht verbinden. Das ist ja total hirnsinnig. Wie nervig. Naja, aber so wie es Deutschland ist, könnte ich mir das vorstellen, dass sie das nicht gemacht haben, weil das da nicht mehr in den Fördermaßnahmen oder sowas drin ist. Doch, das ist alles mitgefördert. Weil ansonsten, also ich meine, ansonsten bringt die ganze Maßnahme ja nichts. Moment. Vom Verteiler ist Kupfer. Oh, wow. Ja, okay. Das läuft bei uns ein bisschen anders. Wir bauen quasi Glasfaser komplett neu. Wir benutzen gar nicht die alten Schränke. Wir setzen auch die ganzen KVZs und LVZs neu. Die ganzen Kupferschränke, die stehen dann zusätzlich noch da und werden wahrscheinlich dann irgendwann, wenn
Was niemals der Fall sein wird, wenn alle auf Glasfaser, alle Kunden auf Glasfaser umgestiegen sind, dann werden die wahrscheinlich irgendwann mal zurückgebaut, aber aktuell bleiben die halt noch stehen. Wow. Nee, der Schrank ist neu, das ist ja der Witz, aber die binden doch nicht. Klar. Moment, aber... Das ist Deutschland. Ach ja, dann heben die sich den Rest für später auf. Das ist ja voll dumm. Ja, weil noch nicht genügend Kunden bezahlt haben und da warten sie, bis alle Kunden bezahlt haben. Oder, was ich mir auch vorstellen kann, ist, da Telekommunikationsanbieter meistens harte Assis sind, da die jetzt warten, bis sich genügend Kunden beschwert haben und das selbst bezahlen. Und dann müssen die Kosten für die ganzen Sachen nicht bezahlen. Okay, nee, so funktioniert das bei uns nicht, weil wir als, also wir sind ja eigentlich Energie- und Wasserversorger, die jetzt zusätzlich noch die Sparte Telekommunikation mit übernehmen im Glasfaserbereich. Und uns gehört im Prinzip hinterher die Leitung und die Telekom hat nur Nutzungsrechte von den Leitungen, so wie, keine Ahnung, du kannst ja auch deinen eigenen Stromanbieter aussuchen. So ist das bei uns halt dann auch mit der Telekommunikation. Du kannst ja einen anderen aussuchen, zum Beispiel die Telekom jetzt, oder du kannst bei uns selber das hauseigene Produkt halt buchen. Und sobald das erfolgt ist, bauen wir den Anschluss aktuell kostenlos. Ja, aber er hat schon geschrieben, Telekom, ich habe nichts anderes erwartet. Ja, okay, deswegen, wir übernehmen das für die Telekom, die Anschlüsse zu bauen, aber dann muss die Telekom uns halt quasi wie so ein Nutzungsentgelt. Ja, Miete, ne? Ja, genau. Überweisen. Oder du buchst halt direkt bei uns. Was ich lustig finde, ist, dass der, dass ich aktuell für 100.000, für eine 100k-Leitung mehr bezahle, als ich bei mir in der Firma für eine 300k-Leitung zahlen würde. Telekom. Ja. Ja. Du weißt gar nicht, wie viele Leute trotzdem das Telekom-Produkt buchen. Doch, weiß ich. Einfach, weil sie es nicht anders kennen. Genau, ich wollte gerade sagen, ist relativ einfach, die kennst du halt nicht anders. Und das ist halt irgendwie das Traurige da dran. Auch wenn die Telekom am Ende gar nichts mit den Leitungen selber zu tun hat, weil die halt alle uns gehören. Ja, aber das wissen ja die Kunden nicht. Nee. Und ihr seid nicht so hübsch magentafarbend. Nee, stimmt. Ne, das ist dann schon Ausschlagkriterium Nummer 43. Bei uns ist ja die deutsche Glasfaser auch am Gang, aber die brauchen ewig nach Vertragsabschluss. Moment, ihr habt zwei verschiedene Firmen, die in die Erde Glasfaserleitungen legen, nebeneinander. Ja, das ist ja... Wie dumm wollt ihr arbeiten? Ja. Das ist normal. Das ist traurig. Ja, aber das ist ganz normal. Ja, das mit Telekommunikation und so, das gestaltet sich schon mal etwas schwierig. Ja, das glaube ich sofort. Also, beim Kollegen von mir, da hat die Stadt oder die Stadtwerke so gesehen, haben die Glasfaserleitung gelegt. Aber die Telekom hat das Hoheitsrecht. Oh, Kacke.
weswegen du deinen Vertrag nicht ändern kannst. Oh wow. Was? Hä, aber warum haben... Okay, ich weiß leider nicht, wie das mit dem Hoheitsrecht funktioniert, aber eigentlich ist doch freie Anbieterwahl, oder nicht? Ja, egal, aber... wem die Leitung gehört. Ja, da hast du recht. Außer es ist ein komplettes Neubaugebiet und die haben sich dann einfach vor, ich würde mal jetzt einfach wirklich platt sagen, vor 40 Jahren überlegt, die Telekom ist so ein netter Anbieter, die übernehmen das jetzt hauptsächlich. Ja. Das sind dann so die Ausschreibungen von vor 40 Jahren oder sowas gewesen. Und dann ist das Neubaugebiet erst 2013 abgeschlossen worden oder sowas. Mhm. Ja, aber der Kollege von mir ist auch nonstop am Kotzen. Glaube ich. Ich weiß nicht, ich bin der Meinung, dass in der heutigen Zeit das Internet halt anständig überall funktionieren sollte, theoretisch. Eigentlich. Mhm. Aber eigentlich ist eigentlich eine Ausnahme. Mhm. Ja. Das hört sich zwar ein bisschen kacke an, aber ich wäre auch allgemein dafür, dass alles, was zum Lebensstandard gehört, niemals in private Hand fallen dürfte. Sowas, wirklich platt gesagt, der Verein... Ah, wie heißt er gleich noch? Moment, mir fällt es gleich ein. Nestle zum Beispiel, dass die Wasser kaufen dürfen. Oh, darüber brauchen wir überhaupt gar nicht zu reden. Das ist der größte Assi-Rotz, den die da abziehen. Ja, genau, das meine ich halt, ne? Das ist halt, es ist in private Hand gekommen. Es sei denn, es wird halt stark reglementiert, dann ist das wieder was anderes. Das ist ja bei den Gas- und Stromnetzen genau das Gleiche. Wenn ich jetzt anfangen müsste aufzuzählen, welche Regeln die alle befolgen müssen und so freie Preissetzung ist da ja nicht, weil das halt eben ein lebensnotwendiges Gut ist, beides. Mhm. Aber, also ich meine, solange das so geregelt ist, was die halt dürfen und was sie nicht dürfen, alles fein. Aber überall, wo es nicht geregelt ist und es sich um so ein Gut handelt, finde ich es halt extrem schwierig. Sollte nicht sein. Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Hallo Team Endercraft. Was ich immer lustig finde, ist, wenn sich viele über die Strom- und Gaspreise beschweren. Ich meine, ja, die sind extrem teuer geworden. Mhm. Aber wenn man sich mal anguckt, wie viel der Netzbetreiber oder das Versorgungsunternehmen an diesen Preisen tatsächlich selber mitbestimmen kann, das ist halt echt nur noch ein Bruchteil. Der Rest wird halt irgendwie durch Steuern und Abgaben vorgegeben. Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten mit der ganzen Geschichte. Also, wenn du willst, kannst du mal auf meine Seite rüberkommen. Ja, ich verleg nur noch eben ein Rohr. Okay. Hallo Ofenrohr, dich habe ich nicht gemeint. Hallo Ofenrohr. Ja, so, selbst mal noch. So.
Beispiel aus der Schweiz ist nach der Kündigung deines Internetvertrags der Anbieter für 6 Monate an den Anschluss gesperrt. Nett. Ich hoffe, das kann ich mir merken, aber ich werde dich einfach Leo nennen. Das passt dann. Okay. Ja. Selbst mein Auto will Internet. Moin, Endercraft. Moin. Schau dir mal die deutsche Mineralwassergeschäfte an. Yo, wer in Lüneburg duschen geht, duscht in Bio-Wasser. Was? Ach so, ja. So. Das ist das, was ich mir gedacht habe. Also die Außenansicht zumindest. Das sieht verdammt gut aus. Und dann kommt da drüber kommt noch ein Atomkraftwerk. Ja. Genauso angeordnet. Ja. Nur mit der Außenverkleidung, da würde ich dann eher gucken, sobald wir fertig sind. Ja. Aber das wird ja noch hier mit den Rohren noch irgendwie ein bisschen geändert. Ja. Einverstanden. Ja, 1, 2, 3, 4, wow, ich hab's geschafft, ganze 4 Reihen zu platzieren, sprich, ich habe jetzt 80 Pumpkraftwerke gemacht. So, das Schlimmste ist ja, mehr Leute man aus dem Bau- und Verwaltungssektor kennt, desto schlimmer sind die Wahrheiten über sinnlose Ausgaben. Ach, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da musst du mal im Medizinsektor drüber anfangen, was sinnlose Ausgaben sind. Und du willst gar nicht erst anfangen, wenn losgelegt wird, wie mit Fördermitteln umgegangen wird. Oh. Ja. Ja. Weil dann gibt es dann so Sachen wie, was war das Schlimmste, was ich bis jetzt gehört habe? Ach ja, es gibt im Gesundheitssektor Fördermittel für Neubauten von Unterstützung für Stationen oder sowas. Mhm. Das ist dann der eine Topf. Aber der andere Topf ist für die, wie nennt man das, für die Bereitstellung. Das heißt, es gibt einen Fördertopf, der ist für Neubauten und einen Fördertopf, der ist nur für Instandhaltung, sage ich jetzt mal, ne? Der für Instandhaltung, der Fördertopf ist einfacher zu bedienen. Also was macht man dann? Baut eine Station, versorgt die unter und dann ist es Instandhaltung und kriegt dann andere Gelder und kann dann die Station vollends zusammenbauen. So wie man sie haben will. Und die Instandhaltung von den wirklich instandhaltungsnotwendigen Maßnahmen wird dann wahrscheinlich hinten angestellt, richtig? Genau, weil die dann nicht so viel Geld liefern. Ja, cool. Oh, wir haben gleich 9:30. Ich wollte eigentlich, ich mache nur noch die Verrohrung fertig und mache Schluss für heute. Ja, das hört sich gut an. Oh, ich habe zu viel Beton mitgebracht. Aber das würde ich auch machen, dann, oh, hier habe ich schon wieder eine Kiste. Dann würde ich nämlich dann, morgen Abend ein wenig mehr durchdrehen. Oh ja, ich werde mitmachen. Ja, das meine ich halt. So, bei uns in der Gegend haben 2 Krankenhäuser zugemacht, weil kein Geld mehr da, aber wollen ein neues Krankenhaus bauen. Genau, weil das dann wahrscheinlich nicht mehr durch deutsche Fördermittel läuft, sondern durch EU-Fördermittel. Und das ist ein ganz anderer Schnack. Also kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht genau, aber das ist halt entbescheuert und so kann es nur ablaufen. Das ganze Zeug hier mit Wasser zu versorgen, das wird so schlimm.
So. Wunderbar, wir haben es geschafft, in diesem Stream 4 Reihen anzuschließen und eine Säule zu besiegen. Und du hast die ganzen Säulen gesetzt. Guck dir das an, wie geil das aussieht. Und weil hinten die Säulen, schon im Nebel verschwinden. Ja. Ja, und ich glaube, das wird auch mit den ganzen Pumpdingern, Wasserpumpen, sieht das schon extrem gut aus. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das einmal komplett drumherum läuft, das machen wir dann morgen mal eben fertig, ne? Ja, und übermorgen und übermorgen. Was? Aber weißt du, was das Geile ist? Hm? Wir können, das werden wir auch so machen. Wir setzen einen Prioritätsschalter. Ja. Nee, keine Beleuchtungssteuerung. Ein Prioritätsschalter an die Drohnenstation von der Treibstoffproduktion. Und dann deaktivieren wir die. Fahren dann hier hin und starten dann die Drohne. Und wenn sie das erste Mal ankommt und den gesamten Treibstoff hier überall verteilt. Oh ja. Ich glaube, das wird nice. Das wird richtig gut werden. Oder wir. Aber es ist jetzt schon richtig gut geworden, was wir so heute geschafft haben. Es sieht zwar vielleicht erstmal nicht nach viel aus, aber. Oh ja. Sieht schon ziemlich gut aus. Wir machen das Ganze mit den Wasserpumpen. Dass alle Kraftwerke schon mal randvoll sind mit hier Wasser? Andersrum. Mit Brennstäben? Mit Brennstäben. Und dann starten wir einfach die Wasserpumpen. Und dann müssen ja die AKWs dann nach und nach alle loslaufen, weil überall Wasser reingepumpt wird, weil jede Leitung einzeln ist. Das heißt, es müsste sogar klappen, dass jedes AKW gleichzeitig Wasser bekommt. Oh, warte mal, ich muss mal eben noch mal was. Eine klitzekleine Kleinigkeit muss ich noch ausprobieren. Moment. Jetzt brauche ich mal eben. Oh, und was wir auch noch ausprobieren müssen, ist, dass wir das AKW, mal gucken, wie viel Gesamtstrom das verbraucht, nur um das AKW zu betreiben, weil da sind ja auch noch ein Haufen Pumpen und sowas drin. Oh, das wird so kacke.
So, was halten wir von der Idee? Kleinen Moment. Oh ja. Ja. Ja, dass wir das dann quasi entweder an jedem oder an jedem zweiten Stützpunkt oder an, zwischen zwei Wasserextraktoren immer so so eine Stützsäule quasi hinmachen. Von mir aus können wir das Orangene drin lassen oder wir machen es halt weg. Obwohl, naja, das geht halt nicht bis nach ganz unten. Ich mach's weg. Aber ich finde die Säule ganz gut, weil die können wir dann als Stromzufuhr benutzen. Das war der Plan, dass wir das als Stromzufuhr dann benutzen. So, und hier muss man dann mal gucken, ob man das dann hier quasi das erste Mal macht. Ja, ich schaue nachher mal. Hat er schon wieder. Ja, er hat schon wieder ein Bild geschickt. Oh, Peanut, das sollst du doch nicht. Das ist immer ein bisschen deprimierend, weil man dann so denkt, man hat selber noch gar nichts geschafft. Ich dachte jetzt eher an was anderes. Oh. An was hast du gedacht? Ah, das, was Frauen standardgemäß erhalten, wenn sie auf Instagram unterwegs sind. Oh. schau mal bitte eben. Ich schaue. Die Spitze nach oben durchführen oder nicht? Was? Das hier, dass das hier so spitz oben zuläuft oder nicht? Wie hier. Rechts oder links? Mein Gott, hör auf zu lachen! Also man könnte dann so machen. Kannst du die hier einmal erweitern? Danke. Na, das passt nicht. Verdammt. Ja, oder man macht es so, dass man, genau, dass du das da oben drauf platzierst und da oben drauf die Stromdinger draufkommen. Ja, das Problem ist, das kriegst du nicht mittig. Das wird dann Wibbelwabbel sein. Bitte was? Wibbelwabbel. In Wibbelwabbel. Ja, es wabbelt in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Aber es ist nicht in der Mitte. Das heißt, es geht die ganze Zeit immer hin und her, hin und her. Kann doch nicht sein. Na doch. Ja. Oh. Höchst tragisch. Okay, dann vielleicht auch nicht. Nee. Oh Mann. Ja, genau, Dickpicks. Das sind 720 Gießereien, oh ja. Nee, aber das finde ich eigentlich ganz... Du bist ganz wahnsinnig. Ja. Aber das finde ich eigentlich ganz cool. Ich schick dir das cool. Bild. Ja. Ich war vor Ort. Ach so, okay. Ich habe seine Regale gesehen. Und als ich ihn gefragt habe, warum er das nicht mit Bauplänen baut, gab es keine Antwort mehr. Vor allem, er hat schon den MK3-Bauplan Dingenskirchen. Und vor allem die Feststellung nach, wie viel waren das? 220 Stück oder so? Dann kann man so die Stromversorgung quasi anbringen. Ja, finde ich sehr, sehr gut.
Hä? Hm. Das hat tatsächlich was. Ja, jetzt so nur als reines Deko-Element. Ich weiß jetzt nur nicht, ob in anderer Farbe oder... Wir müssen jetzt aufhören. Haha! Guck dir das an. Ich habe jetzt da in der Mitte eins gesetzt. Ne? Das ist. Oh ja. Ja, doch. Das finde ich nice. Okay. Also dekotechnisch sollten wir echt nicht so lange zusammen kooperieren. Das ist sehr gefährlich, habe ich festgestellt heute. Ja, auch weil die der eine kommt auf Ideen, ja, der eine kommt auf Ideen, auf die der andere nicht kommt und dann erweitern sich die Ideen durch die Ideen des anderen wieder. Also ist ganz grauenhaft. Ja. Ich hätte mir morgen frei nehmen sollen, aber jetzt habe ich morgen schon so viele Termine. Ja, zum Glück bin ich nicht mit von der Partie. Ja, das Ding ist, du baust die Fabriken einfach in dieser Größe, wie du sie auf deiner Map gebaut hast, und wir machen alles Designtechnische drumherum. Ja. Oh Gott. Endlich Nitrogen erschlossen. Bahnlinien eingerichtet, doppelt Helix als Zugaufzug. Nice. Und alle Signale stehen. Nein, mein Kopf. Was hältst du von einer Doppelhelix als Eingangsbereich zum Kraftwerk, wo die einfach in der Mitte durchschießt? Oh, ich hasse dich. Nein, das machen wir nicht. Da kommt der Drohnenlandeport hin. Der wird abgehängt in der Mitte sein. Ja. Wie blende ich alles aus? Also, so das Ganze. P und mittlere Maustaste. Also nice. Einmal den Panik-Button und mittlere Maustaste und dann. So, dann machen wir das jetzt so. Dann sieht es nämlich aus, als wäre es schon fast fertig. Naja, gut, nicht wirklich, aber es sieht fertig aus, als wenn ich die Hälfte zeige, wo noch gar nichts steht. Also so. Warte, ich hab deinen Stream gerade nicht offen. So, ja. Ist halt schon gut geworden, finde ich. Oh, sehr aufwendig, aber sehr, sehr gut. Ja. Das Einzige, was wirklich noch kompliziert wird, wird werden? Wird. Oh, hier. Ich habe die Beleuchtung angemacht. Das sieht halt, dadurch, dass unter dem AKW halt noch was leuchtet, ja. Das sieht mega aus. Und die Säulen unten, das sieht halt auch richtig gut aus. Ja. So, und jetzt ist halt nur die Frage, hier außen, das wird echt so ein riesengroßer Betonzylinder sein. Also dann ist unten Hui, oben Fui. Warte, mein Kollege hat heute Morgen einen Spruch gebracht, der hat meinen Tag sehr erhellt. Ich fand den super geil. Moment, alles scheiße, alles Dreck, eine Bombe, alles weg. Oh, ich hab's geliebt. Okay. Oh, obwohl, der war so gut. Hier ziehen ja noch die Wasserleitung hoch. Ach, und die Wasserleitung, ne? Ja. Ich glaube, damit wir uns schon von vornherein einig sind, die ziehen wir bis nach oben. Und dann gehen wir immer einzeln von einer ab, verknüpfen ein AKW und machen das AKW in eine andere Farbe. Weil
dann sehen wir, welche AKWs wir schon angeschlossen haben und welche nicht. Wenn wir, glaube ich, das nicht machen bei 50 Stück und bei... Wir verlieren den Überblick. Ja. Und wohlgemerkt, warte. No. 16 mal 4. Wir brauchen nur 50 Leitungen, haben aber 64 Wasserleitungen. Also wir könnten, wenn wir wollten, könnten wir noch 14 AKWs oben draufsetzen. Nein! Lass uns erstmal die 50 in Betrieb nehmen, okay? Und dann können wir über mehr reden. Ja, wir können auch erstmal 25 in Betrieb nehmen und dann... Nach oben hin haben wir ja relativ viel Platz. Ja. Ich habe gerade festgestellt, irgendwie scheint der Weltraumlift off zu sein. Oh, nee, warum? Doch nicht. Nee, ich habe so. Diesen oberen Teil ja. nicht gesehen. Der war so leicht ausgeblendet. Ja. Und da sah das so aus, als ob der hier so voll schräg vorbeiführt. Ach. Ja, ich glaube, das wird. Das wird gut und unfassbar aufwendig. Ja. Und am Ende läuft genau eins. Ja, bei der Brennstoffproduktion keinen Bock mehr gehabt. Ja. Oh, je. Und das auf 25%. Nee, bitte nicht. Das wäre... Junge. Ja, das wird lustig. Wie viele Säulen werden das insgesamt? 16. Oh scheiße, ich habe ein Viertel erst geschafft. Ja, aber wenn die erstmal platziert sind, dann kann ich dir ja helfen. Stimmt. Oder wir machen die andere Richtung und ich helfe erstmal noch nicht. Sondern kümmerst dich um die Brennstoffversorgung? Ja. Ja, ich glaube, das wäre sinnvoller. Weil da, warte, ich habe die ja noch offen. Also ich muss 400 Katerium reinbringen, aber das sind schon mal, nee, ich gehe mal hier auf Gegenstände, Baumgegenstände. Baumstruktur. Also, ich brauche... Wo haben wir es denn hier? Raffinerien. Ciao, Ofenrohr. Tschüss, Ofenrohr. Ja, auf jeden Fall. Schön, dass du dabei warst. Oh, wo kann man das denn sehen? Wie viel... Ah, Gebäude. Willst du uns das auch zeigen? Nee. Gott. Okay. So. Das ist Bittenbad. Ach, also, was. Quatsch. Ja. Und die Baumstruktur, der Netzgraph sieht etwa so aus. Holy shit. Ja. Ja, cool. Ja. Das klingt doch nach einem guten Plan für morgen. Und übermorgen und überübermorgen und... So weiter und so fort. Also Ende nächster Woche sind wir dann vielleicht mal ein Stück weiter. Genau. Ach ja, und der ist klein geworden, der Plan. Durch die 3 Rezepte, die wir freigeschaltet haben. Ja. Bei dem Standard für 11. Was war denn das? Ich glaube über 300 oder 400 Schmelzen einfach nur. Für morgen ganzer Stream, also mehr als 5 Minuten. Hallo, wir haben heute auch mehr als 5 Minuten gestreamt. Ja, morgen dann... Sag mal, 4 Stunden sind's jetzt. Fast. Aber ja, morgen machen wir dann 5 Stunden. Genau. Also ich würde morgen ganz gerne die ganzen Wasserextraktoren fertig kriegen. Ja, ich fange dann an, mal so die Ware ranzuholen. Obwohl, ja. Das ist noch der einfache Prozess. Das Schwierige wird, glaube ich, erstmal sein, irgendwie 65 Raffinerien zu bauen. Nee, das Bauen ist ganz einfach. Naja, du musst es ja auch so machen, dass du es
irgendwie auch betreiben kannst. Du hast nur vom Bauen gesprochen. Das Bauen ist nicht schwer. Nee, aber ich habe da schon mir einen Plan ausgedacht. Das wird hoffentlich sehr gut funktionieren. Das ist gut. Da gibt es dann einen Main-Bus in der Mitte und der läuft dann durch. Ja. Nee, super. Dann... Ich sage, wir machen morgen weiter. Ich habe sogar jemanden, an dem wir weiterleiten können. Okay, dann... Weil Fabi strömt gerade. Oh, Fabi strömt. Dann ja. Raide ich mal eben zu dir rüber. Alles klar. Dann verabschiede ich mich. Ich wünsche ein ganz tolles Leben noch. Bis morgen. Genau, bis morgen dann. Und dann wird hier weitergeguckt. Da gibt es kein Entkommen. Schönen Hast Abend Hast du gerade geguckt oder gekockt gesagt? Kannst du dir jetzt aussuchen, ne? Genau, und dann geht's morgen weiter am AKW, an den Brennstoffproduktionen und irgendwann so in 1,5 bis 2 Wochen werden wir uns dann mal vielleicht an die Phasen machen. Genau. Ach ja, stimmt, da kommt ja noch was. Hallo Nashgul, du kommst gerade zum Feierabend rein und no. Oh, sorry. Ich raide jetzt zu Mani rüber und Mani raidet weiter zu Fabi. Fabi. Und ja. Genau, ich verabschiede mich. Danke fürs Dabeisein. Morgen irgendwie 18 Uhr geht's dann weiter. Und dann eskalieren wir durch. Und Donnerstag geht's dann früh weiter. Und ja, also bis morgen. Cheerio und auf Wiedersehen. So, und jetzt ist wahrscheinlich noch 3 Minuten Raid, ne? Ich hatte noch vorher drauf Raid Beginn. Genau, ihr geht jetzt alle rüber zu Mani und dann... So, Fabi. Genau. Also, Cheerio und auf Wiedersehen. Bis morgen und ciao.